Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr heute am 5. April 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitalk. Ja, wir sind interaktiv heute unterwegs, das heißt, das Radio und TV nicht nur zum Hören und zum Sehen ist, sondern ihr dürft mitgestalten, mitreden, Austausch betreiben. Heute begrüßen wir den Armin Richter zum Thema Cannabis, Segen oder Fluch. Bevor ich den Armin Richter begrüße, möchte ich noch mal kurz unsere Hotline angeben, Telefonhotline. Das bedeutet, das österreichische Festnetztelefon, eure Tarife bitte beachten mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720-518-19 und die 7. Und der Außenchat ist auch geöffnet, wo ihr einfach auf Chat klicken könnt. Studio 1 ist geöffnet für euch. Und wir werden natürlich den Armin Richter dann eure Fragen, Anregungen weiterleiten. Ja, eigentlich war es heute vorgesehen, dass seine Frau heute da ist, die Petra Seidelmann, Freundin, Lebensgefährtin, wie auch immer, das wird er uns vielleicht gleich sagen. Und ich freue mich, dass der Armin heute bei uns ist, und jetzt sage ich einfach mal einen wunderschönen guten Abend nach Deutschland hin. Und Armin, guten Abend. Hallo Klaas, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön ist, dass wir ein Thema auffassen, Armin, was ja eigentlich in unserer Gesellschaft oft falsch als Information herausgegeben wird. Ich selber bin ja vom Beruf her lange gewesen, diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger, und habe meinen Schwerpunkt im Suchtbereich hereingesetzt. Ich bin Fachpfleger für Drogen. Das bedeutet letztendlich, dass wir die harten Drogen sehr gut kennengelernt haben, aber auch die Softdrogen. Und dort war auch natürlich Cannabis immer im Vordergrund. Aber ganz ehrlich gesagt, wir haben immer gelacht, selbst der Oberarzt, jetzt kommt jemand zum THC-Entzug. Naja, gut, das ist jetzt eine andere Geschichte, da können wir vielleicht heute nochmal drauf eingehen dürfen. Ja, auf jeden Fall die Geschichte des Marihuanas, so darf man ja sagen, ist ja eine verzehrte eigentlich. Es war ja schon in den Jahrhunderten eine große Geschichte zu Marihuana und THC, CBD, was ja später gekommen ist. Armin, sag uns doch mal ganz einfach erstmal deine Homepage nochmal bekannt geben, www.mehrvomleben-win/CBD. mehrvomleben.win/CBD-info. Ja, super. Das haben wir gut gemacht. Ja, die Geschichte, wie gesagt, vom Marihuana. Marihuana wird ja immer wieder als Information gegeben, es sei so schlimm, es sei eine harte Droge, denken viele Menschen. Wir haben eine harte Droge in der Gesellschaft, die legalisiert ist, liebe Zuhörer, das ist der Alkohol. Das dürfen wir einfach mal hier hinstellen. Alkohol ist eine harte Droge, die legal für jedermann zugänglich ist. Sogar erschreckend in Kindermaxis, wo ihr eure Kinder schon Alkohol zuführt. Also da solltet ihr mal ein bisschen mehr schauen, was ihr auch euren Kindern euch antut. Na, das ist aber ein anderes Thema. Lieber Armin, du bist ja irgendwie in dieses Thema hereingekommen. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir erzählen, und ja, wie bist du überhaupt zum CBD gekommen? Also, es ist ja oftmals so im Leben, es ist halt immer alles geplant, irgendwie mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind. Also ich bin aufgewacht, bin ich 2006, geboren bin ich seinerzeit in Bayern, im Raum Augsburg, bin dann später Richtung München gezogen und dann wiederum noch etwas später Richtung Mitteldeutschland. Also ich bin jetzt sozusagen Neo-Ossi. Und im Lauf meines Lebens, nachdem ich eben aufgewacht bin, zuerst bin ich über diese ganze Staatsrechtsgeschichte da gestolpert und bin dann eben auch zur Medizin gekommen, zur Gesundheit. Und dann ist mir aufgefallen, dass in dem Bereich unwahrscheinlich gelogen wird und es nur ums Geld geht. Und ich muss sagen, ich gehe seit mindestens
12 Jahren nicht mehr zum Arzt, außer vielleicht mal zum Zahnarzt, und bin seitdem dauergesund. Und das ist wunderschön. Und da ich schon immer so ein leichtes Helfersyndrom hatte, also mir liegt immer daran, dass man anderen Menschen helfen kann, setzt natürlich voraus, dass die das Ganze verstehen. Da hakt es dann manchmal ein, also hakt es manchmal, weil sie sehr, sehr indoktriniert sind. Aber mit der Zeit, wenn man dann Frage- und Antwortspiel macht, kommt man dann schon irgendwie dahinter, oder besser gesagt, die Leute kommen dann dahinter, dass sie auf dem falschen Dampfer sind. Das Schlimmste ist ja immer jemanden, wenn man den aufklären möchte und dem seine Illusionen zerstört. Er kämpft manchmal wirklich vehement darum, dass die Illusion irgendwie erhalten bleibt. Ja, wir haben ja im Sendetext ja auch einige stehen. Da heißt es ja Cannabis Segen oder Fluch. Über keine Pflanze wurde mehr Lügen verbreitet. Es wird oft als gefährlich und illegale Substanz beschrieben, mit hohem Risiko des Missbrauchs. Diese Sichtweise verbirgt allerdings das enorme Potenzial, diese Pflanze, insbesondere die beinahe unglaubliche positive gesundheitliche Wirkung des Cannabis, auch kurz gesagt CB. Ja, ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin vom Fach und als Drogenentzugsfachpfleger und muss hier feststellen, dass wir legale Medikamente über die Ärzte vertreiben. Da macht sich nicht einer einen Gedanken, was das mit einem macht. Durch die Spitäler, wenn man die Nachtrunde so anbeginnt, ne, kenne ich das noch? Was möchten Sie zum Schlafen haben? Da gibt es Glutathat, ne, oder Diazepam oder wie auch immer. Ne, alles Substanzen, die einen festhalten, abhängig machen können. Und genau darum geht's. Auf der anderen Seite hat man aber ein pflanzliches THC oder jetzt in neuer Form THC abgeschwächt mit ganz minimalen Prozenten als CBD. Und gesundheitsfördernd ist, beruhigend ist, ohne dass der Körper in eine Not kommt, ins Schwitzen kommt, dass er zu kämpfen hat, vielleicht seine Axonen und Neuronen, die ja durch eine Sucht dementsprechend Leiden, Schmerzen verursachen, bei THC, sprich Marihuana, Cannabis, CBD, überhaupt gar nicht im Vordergrund stehen. Wenn dann überhaupt eine psychische Abhängigkeit, wenn man THC in regelmäßiger Form als ja ein bisschen berauschend ja gewohnt ist, dann ist es eigentlich nur eine psychische Abhängigkeit, so sagt man dazu. Und letztendlich, lieber Armin, gibst du mir da so ein bisschen recht mit meinen Inhalten? Absolut, das hat halt keine Nebenwirkungen. Und das ist das Schöne. Ich möchte mal ein bisschen auf das Entstehen oder die Herkunft von dem Cannabis eingehen. Also in früheren Zeiten war das ja wirklich die Quelle von potenzieller Medizin und auch wirklich guten Materialien. Und erst später wurde das Cannabis als gefährliche Droge gebrandmarkt. Das wissen wir ja alle. Das hat dann in dem 20. Jahrhundert begonnen. Egal, wie man das Ganze betrachtet, jeder hat schon irgendwie mal was von Cannabis gehört, weil es eine der ersten kultivierten Pflanzen war. Und diese Anwendungsmöglichkeiten, was dieses Cannabis oder Hanf hat, das wurde bereits vor Tausenden von Jahren entdeckt. Und das geht vom Rohstoff, also einfach nur als Baurohstoff, bis zu einer Vielzahl von therapeutischen Anwendungen. Das Potenzial dieser Pflanze ist einfach wirklich enorm. Das ist Wahnsinn. Es gibt eigentlich nichts, für was dieses CBD oder dieses Cannabis nicht gut ist. Das ist unglaublich. Und das ist natürlich auch kein Zufall, dass es so begehrt war. Jetzt ist es mal, wenn ich jetzt da weitergehe, muss man ja mal erstmal klären, was ist denn Cannabis oder Hanf? Für die meisten ist es einfach nur, ja, eine Pflanze, aber sie wissen nicht genau, was es eigentlich ist. Ja, mit noch zu ergänzen geben, wir hatten ja den Alex König bei uns, der hat ja Upendo TV und vor 2 Monaten ungefähr gab es ja den Nutz-Hanf-Kongress in Kärnten und unter den Artikel findet ihr auch dort die ganzen Vorträge,
zum Thema Nutzhanf. Ich denke, wenn ich die Geschichte so selbst für mich verstanden habe, wie gesagt, es gibt eine Ortschaft bei Nürnberg, die nennt sich mittlerweile Hanfenfeld. Es hat früher Hanfenfeld geheißen und ich habe mich auch schlau gemacht. Es gab überall riesengroße Plantagen, bevor man dieses THC, also Marihuana, verboten hat. Und du hast es schon in deinem Wort auch gesagt, man kann wirklich alles damit machen. Durch den Nutzhanfkongress in Kärnten wurde ein Hanfplastik sogar hergestellt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Autos kann man damit bauen, Materialien, Dämmstoffe kann man machen, Papier, Kleidung und. Richard, Genau. bitte. Und. Also die ersten Aufzeichnungen über Hanf sind 5000 Jahre alt. Also es ist schon sehr, sehr lang in Verwendung. Und natürlich hängen immer wieder die gleichen hinten dran, die irgendwas reglementieren wollen, einfach nur aufgrund von dem Profit. Herkommen tut das Ganze aus den südsibirischen und mongolischen Regionen. Das ist ja mal interessant. Viele meinen ja oftmals, das wächst nur im Warmen am besten. Aber nein, ganz im Gegenteil, es kommt eigentlich aus der kalten Region, wo es auch beinahe dahingestellt war, ob es da früher nicht wärmer war zu dem Zeitpunkt. Und es gibt zwei Unterarten. Es gibt dieses Cannabis sativa und das Cannabis sativa L. Und das Letztere ist der gewöhnliche Hanf oder Nutzhanf. Zu dem, was du vorhin gesagt hast, in meinem Aufwachprozess habe ich mal einen Cannabisbauern kennengelernt, der hat mir auch davon berichtet und der war interessanterweise aus dem Raum Nürnberg. Dem haben sie aber auch übel mitgespielt, dem Guten. Hanf selber, also der Nutzhanf, der besitzt keine psychoaktiven Eigenschaften. Und es wurden aber immer beide Arten im Altertum verwendet. Und wie gesagt, die ersten sind 5000 Jahre alt, die Aufzeichnungen. Und daraus wurde Kleidung, Seile, Papier. Die Samen haben sie zur Ölherstellung genommen und zur Nahrung. Und die erste medizinische Verwendung von dem wurde dokumentiert von einem Kaiser Shen Nung, so hieß der. Und also bei Schmerzen und bei Gicht, da hat er das angewandt. Und das Ganze ging dann weiter, von eben 2000 vor Christus ging das nach Korea und dann 1400 vor Christus ging es dann in den Nahen Osten. Und wurde da hauptsächlich von den Skythen angebaut. Waren indogermanische Nomaden. Das muss man ja auch mal wissen, ne? Und dann ist es weitergegangen nach Russland und die Ukraine und von dort nach Europa und dann später nach Asien, Afrika und so weiter. Ich habe gedacht, ich glaube, der Joe Kreisel hat das mal gesagt, Marihuana würde aus Jamaika kommen, aber ich bin mir nicht sicher, Mittelamerikaner ist altes Definitionswort und ich kann es jetzt gar nicht erklären, was das genau heißt. Mari, man kommt von Maria, habe ich in Erinnerung, und das Huana, ich kann es nicht genau sagen, die genaue Geschichte. Das geht auch dahingehend, dass man sagt, okay, das kommt aus dem Chinesischen, da heißt dann Mari Hun, Saat oder irgendwie so. Das heißt eigentlich dann Hanf, Samen, Blume. Einfach nur so übersetzt, also was ich mir da an Informationen rausgezogen habe, wo der Name herkommt. Interessant ist ja dann, warum das Ganze ja verboten wurde. Und da haben wir ja eben 1916 ging das los. Vorher war das Cannabis, wurde es überall verwendet. Dort war auch fast jede Medizin vorhanden. Die haben also damals schon die Öle gepresst. Also das alte Wissen hat man da angewendet. Und irgendwann sind sie dann draufgekommen, dass ja dieses Hanf viel, viel mehr und viel schneller Rohstoffe gibt, beispielsweise wie Bäume. Also gerade zur Papierherstellung, da braucht man ja den Zellstoff aus den Bäumen. Und derjenige, der hatte natürlich gerade großes Interesse daran, hier, dass der Hanf verboten wird, weil er eben große Wälder hatte und die natürlich viel, viel mehr Profit bringen, wenn es eben da kein Hanf gibt. Sogar die Gründungsurkunde der USA ist auf Hanfpapier geschrieben.
Und ja, mittlerweile ist es aber so, dass es ja wieder ein bisschen lockerer wird. Also war zumindest mal so. Jetzt momentan sieht es wieder so aus, wie wenn sie die Zügel wieder anziehen wollen. 1937, da war das dann so richtig, richtig extrem mit dem ganzen Verbot von diesem CBD oder besser gesagt vom Cannabis. Das haben sie dann den Namen auch geändert von Cannabis auf Marihuana. Einfach weil Cannabis schon irgendwie was Völkisches, also von der Begrifflichkeit in sich hat und Marihuana einfach so unwahrscheinlich fremdländisch klingt. Und die Texte oder diese Sprüche, die sie da verwendet haben, um dieses Ganze zu ächten, also die würden sie heute gar nicht mehr so ausdrücken in dieser ganzen Multikulti Gutmenschengesellschaft, weil das dann schon wieder in Richtung Rassismus gehen würde. Aber damals war das alles noch möglich. Und also nur mal um so ein Beispiel zu sagen, da hieß es dann, dass ja nur Neger, Filipinos und Spanier oder irgendwie so eben hier dieses Zeug verwenden, dieses Cannabis und dann im Rausch dann die weißen Frauen schwängern und na, das von Käse und die dazu eben dann auch angehalten werden, dieses berauschende, diese berauschende Pflanze zu konsumieren. Also in die Richtung ist das Ganze gelaufen. Das wäre also heute nicht mehr möglich. Jetzt allerdings ist die Pharma mittlerweile viel, viel stärker geworden und hat eine größere Lobby. Und da sie natürlich merken, dass hier die Leute wieder zurückgehen und das auch noch hilft, muss es natürlich wieder reglementiert werden. Das wäre ihnen natürlich das Liebste. Das wäre denen das Liebste. Ich frage mich, warum wir Fachpfleger haben, so wie ich das gelernt habe, gerade in Sachen Suchtbereich. Es gibt Studien darüber. Man hat Fälle, die ich selber dokumentiert habe. Ich war auf einige Kongresse in der Schweiz und die Schulmedizin hat Menschen aufgegeben und hätten nur noch wirklich wenige Wochen betont zu leben. Knochenkrebs, jeder weiß, was das bedeutet. Da sagt man, heute braucht man einen Organspender, also nicht Organspender, einen Knochentransplantation für die Monozellen praktisch, die Kulturen, wie sich Blut bildet, braucht man dann einen Spender. Und wenn man einen hat, dann kann man, wenn man Glück hat, auch den Krebs besiegen. So, das ist das Erste. Hat man diesen Fall mal gesehen? Eine Frau, die hatte mehrere Untersuchungen, die sie bei diesem Kongress vorgetragen hat, im Übrigen auch im OKTOK-Archiv nachhörbar. Sie hat dort dann angefangen nach Rick Simpson. Rick Simpson, ein Amerikaner, soweit ich weiß, hat ein Hanföl. Er selber war betroffen mit Krebs und hat dann sein eigenes Hanföl aufgebaut und seine Eigentherapie gemacht. Und das hat diese gute Dame auch gemacht. Nach wenigen Wochen ist sie wieder zum Arzt gegangen. Dort hat man wieder Untersuchungen gemacht und auch Röntgenbilder des Knochens, der Dichte und was auch immer. Und dann hat der Arzt schon gefragt, was haben Sie da gemacht? Und dann sagt sie, ja, ich nehme das THC-Öl nach Rick Simpson. Und kurze Zeit später war sie gesund. Diese Frau war betont abgeschrieben. Es gibt unzählige Beispiele mittlerweile. Und ich frage mich immer, man sagt ja auch, und das sage ich ja auch als Krankenpfleger, wenn jemand mit der Chemotherapie anfängt, im Übrigen Chemotherapie, Senfgas und Rattengift, ja, hat man eine Lebenserwartung von 3 bis 5 Jahre. Danach sterben sie, nicht an Krebs, an der Chemo. Das darf man hier ruhig mal sagen. Das sind einfach Dinge, da sage ich mir, wozu haben wir wirklich die Ärzte in Weiß? Sind sie nicht gebildet oder was haben sie gelernt? Warum gehen sie nicht Studien nach? Warum sehen sie nicht die Fälle, die dementsprechend zum Erfolg führen? Das sind alles so Fragen. Und damals in meiner Jugend, kann ich auch noch mal sagen, da hieß es, wo ich 13, 14 Jahre alt war, geh nicht ins Albatros. Das ist ein Drogenschuppen. Ja, und da wird geraucht. Und dabei war ein ganzes Land 30 Kilometer neben mir, das nennt sich Niederlande, Deutsch oder Holland. Dort gab es ja überall die Coffeeshops.
Ja, jetzt frage ich mich, was ist denn jetzt wirklich so schlimm daran, wenn ganze Kontinente, auch heute noch, dieses Marihuana auch konsumieren? Und vor allem, man kann das auch als Medizin, Ganja oder Gras oder Marihuana auch mal sagen, weil es enorm vielen Menschen hilft. HIV, Schmerzpatienten, ich habe gerade den Krebs angesprochen. Und das Erdrückende heutzutage ist ja, Armin, wenn man die Diagnose vor allem stellt, Sie haben Krebs, da wird doch was ausgelöst, oder? Wie siehst du das? Klar wird da was ausgelöst. Allein dieser Spruch reicht schon aus, um in demjenigen einen Konflikt auszulösen. Und dieser Konflikt wiederum, diese Angst, erzeugt dann natürlich vor dem, was man Angst hat. Das ist ja immer so, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn er eben seine Aufmerksamkeit in diese Angst legt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das einfach gesteigert wird. Das ist einfach ein einfaches Naturgesetz. Und manche verstehen es, manche können es nicht verstehen, weil sie halt einfach meinen, sie können denken und reden und fühlen einfach so, was sie wollen, ohne irgendwelche Folgen, ohne irgendwelche gesundheitlichen Folgen. Das, was natürlich ins Leben tritt, das ist noch ein anderes Kapitel. Und wir waren damals in München im Olympiastadion. Und da hat sich eine Ärztin offiziell entschuldigt dafür, dass sie eben hier die Menschen so lange belogen hat. Aufgrund dessen, weil sie ihnen eben diese tollen Medikamente verschrieben hat. Und meistens ist es ja so, dass die Pharmaunternehmen, denen teilweise die Praxiseinrichtungen zahlen und die natürlich erstmal Schulden haben. Und dann natürlich dementsprechend die Produkte dieses Pharmaunternehmens weiter verschreiben, einfach nur um ihre Praxiseinrichtung bezahlen zu können. So läuft der Hase. Also wieder sind Menschen in einer Abhängigkeit, sind möglicherweise, wie man hört, mit Geld wieder verschuldet oder haben eine Herausforderung, ihre Verbindlichkeiten auch ordentlich zurückzuzahlen. Ja, und dann sieht man wieder nur das Geld im Vordergrund, das darf man sagen. Und die Pharmaindustrie verspricht ja immer so vieles, ne? Und man weiß ja über die ja, großen Gelder, die da auch bei den Pharma-Treffen ausgegeben werden, dass die Ärzte in besten Hotels kommen mit dem besten Essen. Und da wird man richtig Gas geben und mit Geld locken. Und da passt das eine nicht mit dem anderen zusammen. Das heißt für mich, da ist eine Abhängigkeit und so muss man ja erstmal die Abhängigkeit erfüllen, bis ich vielleicht wieder mich befreit habe von meinen Verbindlichkeiten. Und vielleicht kommt dann der Mut und sagt, na, ich will das gar nicht mehr. Und deswegen hat sich vielleicht auch die Ärztin dann entschuldigt. Ne? Es ist genauso wie der Banker, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, dann würden morgen die Banker mit ihren Krawatten irgendwo hängen, sage ich jetzt mal ein bisschen dreistig herein. Und das ist das Gleiche letztendlich mit dem Cannabis. Es ist eine falsche Geschichte, die wir hier festhalten. Heute schneiden wir die Bäume ab. Holz, Regenwälder werden abgeholzt. Ne? Und das nicht nur wenig, sondern Kilometer, hektarweise. Und das ist ja unsere Wurzel auch. Und ja, braucht man gar nicht, weil wir haben ja gerade schon von dir gehört. Das Papier war auf Hanfpapier zum Beispiel. Na, also, und was wer Mensch macht, er behauptet immer, er sei intelligent. Findest du, Armin, ist der Mensch überhaupt intelligent oder ist er eher mehr manipulierbar oder wie siehst du die Menschen überhaupt, wenn man über so ein Thema spricht? Da kann man doch nicht von Intelligenz, sondern mehr von Gier und Kapital nur sprechen, sehe ich so zumindest. Ich sehe die Menschen so, dass sie zum einen sehr, sehr indoktriniert und manipuliert werden. Die Staaten, die geben Millionensummen aus, um psychologische Wege zu erforschen, wie die Menschen am besten manipuliert werden können. Und wenn man sagt, es gibt den Begriff Soft Law, gibt es einen tollen Vortrag, den man sich mal anschauen könnte auf YouTube, wo ein Professor das Ganze erklärt, wie das so abläuft. Die investieren Millionen,
um einfach die Manipulation aufrechterhalten zu können. Und die Menschen aufgrund ihrer Abhängigkeiten, die sie haben, aufgrund von, ich muss meine Kinder die Ausbildung bezahlen, ich muss mein Haus abzahlen, ich muss dieses und jenes bezahlen, haben sie einfach keine Zeit, sich wirklich mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen. Also es hat nicht jeder so das Glück und hat da seinen Aufwachprozess. Jeder hat da einen anderen Schlüsselmoment, der ihm letztendlich dann erklärt, so wie du bisher gelaufen bist, da bist du eben falsch unterwegs. Jeder hat da sein eigenes Erlebnis. Und beim einen kommt es früher, beim anderen kommt es später. Also ich treffe oft Menschen und bin dann immer schockiert, wenn sie mir irgendwas erzählen, dass sie jetzt beim Doktor waren und der hat dieses und jenes gesagt. Und dann denke ich mir immer, wo bleibt die Selbstverantwortung? Und da, aufgrund, weil sie so im Stress sind, die Menschen, gehen sie halt einfach zu irgendeinem hin und sagen, mach du mich gesund. Weil sie sich schon gar nicht mehr damit auseinandersetzen wollen, weil sie so, ja, im Hamsterrad gefangen gehalten werden. Die können nur noch nicht mal links und rechts gucken, sondern nur noch vorwärts. Und da wird dann schnell das Hamsterrad in der Täuschung zur Karriereleiter. So läuft es leider. Und was ich jetzt sehe, ist schön, dass langsam die Menschen ein bisschen wach werden. Hinterfragen mehr und jetzt auch mit hier diesen, wo sie jetzt die Bäume absägen, gerade in Österreich. Die sind ja jetzt da zu den Versuchskaninchen des 5G erkoren worden. Und da werden ja reihenweise die Bäume abgesenst in den Städten, weil diese Bäume einfach die Sendeleistung beeinträchtigen. Und hier in Deutschland ist es auch schon so, dass sie irgendwie einen dubiosen Pilz erfunden haben, der die Bäume befällt. Und deswegen müssen sie die Bäume fällen. Also es wird immer abstruser und die Lügen, die werden immer offensichtlicher. Also so, dass sogar mittlerweile die Unaufgewachten erkennen, dass da hier ganz was falsch läuft, also richtig viel falsch läuft. Und man sieht es ja auch überall, wo man hinzieht, dass die Menschen langsam sagen, ah Mensch, da stimmt was nicht. Sogar meine Eltern, die mich früher immer gesagt haben, bist du in der Sekte oder so, Armin, das stimmt doch gar nicht. Und erst als es dann im TV kam, meine Theorien, die ich ihnen so erzählt habe, da haben sie gesagt, ah, das hat der Armin schon mal gesagt. Also es ist manchmal schon schwierig. Hier, gerade wenn es familiär ist oder in der Partnerschaft, wenn da einer den Aufwachprozess, der schon mittendrin ist und der andere noch tief und fest schläft, es gibt auch mannigfaltige Herausforderungen. Doch, ich denke mal, wir sollten uns wieder auf das THC oder das Cannabis konzentrieren. Ja, möchte aber noch eines sagen. Auch, ja, wie gesagt, in Deutschland, da werden sogar hektarweise Wälder schon abgeholzt. Und du hast das richtig gesagt, ein Pilz, der plötzlich einfach erfunden wird. Ja, man hat auch 5G in Den Haag wohl Übungen gemacht, wo angeblich viele Vögel runtergefallen sind. Möchte noch kurz dieses Kapitel noch zu Ende sagen und zu schließen, damit die Leute das mal selbst beobachten. Es war immer so in den 80er, 90er Jahren, da ist man mit dem Auto mal gefahren, schon um diese Jahreszeit. Und was haben wir da beobachtet? Viele, viele Insekten an den Autoscheiben. Und heute? Das mal zum Nachdenken. Wir haben ein Insektensterben, wir haben ein Bienensterben, wir haben wirklich vieles nicht mehr im richtigen Lot und da sollten wir mal drüber nachdenken. Aber wir sind beim Thema Cannabis heute und das Cannabis ist, wie gesagt, eine Pflanze, die jahrhundertelang ihre Daseinsberechtigung in der Gesellschaft gehabt hat, aber in gewissen Kulturen immer noch sehr tragfähig ist. Und ich wünsche es mir für die Zukunft, um den Planeten Erde mal ein bisschen mehr zu retten. Wir haben gerade einiges schon angesprochen, auch für Insektensterben. Im Übrigen, Marihuana hat auch die Eigenschaft, wenn Radioaktivität ist, die Radioaktivität zu transformieren. Auch das ist schon bewiesen. Also eine Pflanze, die eigentlich man schon bald als göttliche Pflanze schon benennen sollte. Wir haben Probleme beim Dämmstoß, dass schnell Feuchtigkeit und Schimmel entwickelt wird. Und selbst wenn man die Faser nimmt als Dämmstoff für Marihuana, gibt es keine Schimmelbildung. Ja, und das sind alles so viele Vorteile, nur Vorteile. Ne? Ich sagte ja auch vorhin schon, die Technologie ist weiter fortgeschritten.
Und früher hatte man nicht die Technologie, da hatte man Marihuana und man hatte eigentlich so gut wie alles, was nötig war. Ich möchte gleich noch später einen Ausflug machen Richtung Israel, denn da gibt es THC bzw. CBD, selbst bei Krebspatienten wie Kinder, die im Endstadium sind oder in Pflegeheime. Heute in unserem Pflegeheime, da werden viele Sedativa-Tabletten verteilt. Braucht man ja nur mal reingehen und beobachten, wie die Menschen funktionieren oder nicht funktionieren. Ich habe genug Erfahrung, dass ich das bestätigen kann. Stattdessen mal eine THC-Pille oder ein CBD oder man kann ja auch, wie heißt das so schön, so schöne Kräuter auch, wie heißt das, nicht ein Lavendel? Lavendel ist auch beruhigend. Es gibt da einiges, was man auch alternativ nutzen kann. Stattdessen geht man den nächsten Weg. Alles, was ätherische Öle ist Hokus Pokus Philibus. Nur der Unterschied ist, dass ich mit diesen Ölen viel bei Patienten gearbeitet habe, mit Erfolgen. Die Menschen nehmen es an. Nur weil die Menschen was nicht beweisen können, keine Substanz, muss das ja nicht sein, dass es nicht wirkt. Aber diese Frage darf man gar nicht stellen. Das ist alles nur Hokus Pokus Philippus. So, jetzt habe ich wieder viel reingepackt. Ja, es ist ja auch unwahrscheinlich spannend. Also dieses Feld, also Gesundheit ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich da mal genau damit auseinandersetzt, mit was umgebe ich mich und so weiter. Dann kommt man schon irgendwo drauf, dass man irgendwo im Ungleichgewicht ist. Und da wir ja einfach das Gleichgewicht brauchen, der Organismus braucht es auch, weil er sonst immer ja, im Notlaufmodus ist. Und dass dann eben hier gesundheitliche Herausforderungen kommen, das ist ganz logisch, weil der Körper braucht die Ressourcen, in die Nahrungsmittel ist nichts mehr drin, wo er das irgendwie wieder auffüllen könnte. Es sind ja nur noch Füllstoffe, das meiste, was da so rumschwirrt. Und wo sollen sie ihre Gesundheit herbekommen? Und das CBD oder das Cannabis, das ist ja wirklich eine klasse Pflanze, die so unwahrscheinlich viel Potenzial hat, dass es wirklich unglaublich klingt, für was die alles gut ist. Und manche sehen ja nur das Marihuana, das sind jetzt lauter Kiffer und die hocken dann irgendwie zugedröhnt in irgendeiner Ecke und sagen nur noch, hey, Peace, Peace, Love, Rock'n'Roll und so weiter. Obwohl es da einen sehr, sehr großen Unterschied gibt. Also es gibt ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, diese Sativa L und die normalen Sativa. Und L ist der normale Nutzhanf und das andere hat eben diesen THC-Gehalt. Das THC im Cannabis ist der Rauschstoff. Und momentan ist es ja so in Europa, dass wenn also ein Öl oder ja, das ist Öl, eben 0,2% Anteil an THC hat, dann darf es vertrieben werden. Also keinen Rauschstoff. Und nur das CBD selber. Das ist also mit der Bestandteil von der Pflanze. Es ist immer normalerweise beides drin, das THC und das CBD. Allerdings ist das eine ja mehr der Blütenhanf und das andere ist der Faserhanf. Und das ist eben der große Unterschied. Grundsätzlich hat eigentlich jede Cannabispflanze einen leichten THC-Gehalt. Aber man braucht da unbedingt nicht den Rauschstoff. Man braucht dann das Bekifftsein. Das muss nicht sein. Und gerade auf das CBD, da hat sich ja die Forschung konzentriert. Hat da eben herausgefunden, dass das wirklich unwahrscheinlich ist, was die alles kann. Da gibt es auch Berichte sogar im regulären Mainstream-TV. Den kann man auf unserer Seite mehrvomleben.win/cbd-info auch anschauen. Da läuft eben der Video, das sind circa, ich glaube, 18 Minuten sind es. 8 Minuten oder 18 Minuten, schlag mich tot, keine Ahnung, nagel mich jetzt nicht fest. Also jedenfalls sehr, sehr informativ, wo da überall geforscht wird und in welchen Bereichen das Ganze hilft. Und warum hilft es eigentlich so gut? Das liegt an diesem Endocannabinoid-System. Es hört sich jetzt schlimm an, das Endocannabinoid-System. Aber letztendlich liegt es daran,
dass wir selber ein eigenes Endocannabinoid-System im Körper haben, natürlicherweise. Und das Cannabid oder Cannabis, das ist ja da schon mit im Wort enthalten. Und deswegen, weil das so ähnlich ist und dem Körper ziemlich nahe, deswegen wirkt es so gut. Und das hat natürlich mit dem Nervensystem zu tun. Unser Die sind Nerven. ganz wichtig, die Cannabinoide. Die sind ja die, die unsere Zellen letztendlich in Gesundheit halten, Stabilität auch geben. Im Endeffekt haben wir durch unsere leider nicht mehr volumige Nahrungskette, mehr Stopfmittel, auch einen Mangel in uns. Und der Körper kann eigentlich nur dankbar sein, wenn er auch von außen was, wie man heute auch Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine etc., auch mit unterstützend gibt, sollte man auch Cannabinoide regelmäßig zu sich einnehmen. Man muss nicht berauscht sein, aber berauscht sind viele Menschen, ich sage immer wieder, der harte Alkohol oder die vielen Tabletten, die enorme Wirkung haben. Nebenwirkungen sind im Übrigen auch Wirkungen. So, das nochmal am Rande. Ja, also es läuft ja natürlich über unser Nervensystem. Da gehört das Endocannabinoid-System zusammen und spielt zusammen, besser gesagt. Dieses System ist in fast allen Organen und in Geweben und Geweben in unserem Körper vorhanden. Und weil das eben überall vorhanden ist, also ganz, ganz wichtig für die Haut, für die Leber, für Krebs natürlich, für Krebszellen, für den Schlaf. Also grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Rezeptoren. Das ist einmal CB1 und CB2. Das eine ist im Kleinhirn ansässig und das andere im Großhirn. Und oftmals durch diese ganze Fehlernährung, durch die Umwelteinflüsse, die wir ja haben, elektromagnetische Strahlen, dann diese wunderschönen Sprühaktionen, diese Schlierwolken, die ja mittlerweile normal sind, angeblich. Nimmt der Körper halt einiges auf, was eigentlich nicht in den Körper soll. Die meisten Menschen sind übersäuert, sowieso, und dann funktioniert nichts mehr. Hat ja damals schon 1930 der Warburg festgestellt, oder vielleicht hat er es auch nur übernommen, dass keine Krankheit im basischen Milieu entstehen kann, nicht einmal Krebs. Und wenn die Leute also alle übersäuert sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass sie immer kränker werden. Und das wird ja stets darauf hingearbeitet, dass sie immer saurer werden. Aufgrund Jetzt der Mangel. meine Frage ist ja, wieso haben wir denn dann Ärzte, wenn wir doch wissen, dass wir immer wieder sauer sind? Wieso gibt man nicht dann das Basische? Eine ausgewogene Ernährung, sagt man, ist immer gut. Ja, aber ein ausgewogener Körper, der übersäuert ist, da interessiert sich kaum jemand für. Irgendwie läuft da einiges doch schief. Da läuft ganz gewaltig was schief. Also ich war auch schon beim Arzt und habe mit dem mal diskutiert über basische Ernährung, über basisches Leben und so weiter. Und da wollte mir er klar machen, dass ja das sowieso alles, was wir essen, wird sauer, weil ja die Magensäure so sauer ist. Und also kann man eigentlich essen, was man will. Es ist ganz egal, der Körper wandelt es einfach in diesen basischen Wert um, den er braucht. Ich glaube, das sind 7,2 oder so oder 7,4 oder es ist ein ziemlich enger Wert, in dem der Körper funktioniert. Wenn er aber ständig übersäuert wird, dann muss er natürlich irgendwelche Mineralien hernehmen, um diese Säuren zu neutralisieren. Und in allererster Linie nimmt er halt da die Knochen her. Da geht dann das meistens drauf. Deswegen ist ja gerade diese Crystal Meth-Nutzer oder die das halt einfach zu sich nehmen, die bekommen ja ganz, ganz schlechte Zähne, weil der Körper eben die ganzen Mineralien aus den Zähnen rausholt, weil er das braucht, um diese Auswirkungen von diesem Crystal zu neutralisieren. So läuft es einfach weiter. Und die Menschen, wenn es über den Knochen nicht mehr gibt, die werden halt dann hart natürlich oder dann brechen sie schneller. Die Leistung nimmt unwahrscheinlich rapide ab, also die körperliche Leistung. Und das ist eine Spirale nach unten. Wenn es die Knochen nicht mehr hergeben, dann geht es an die Organe und, und. Also ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Professor, der hat gesagt, die haben also alte Menschen untersucht, die gestorben sind und festgestellt, dass die Menschen nicht an Altersschwäche gestorben sind, sondern an Vitalstoffmangel.
Das war der eigentliche Sterbegrund. Normalerweise hätten sie noch nicht sterben müssen, aber der Körper streicht irgendwann die Flügel oder die Segel, wenn er einfach das Ganze nicht mehr neutralisieren kann. Ja, du hast gerade den Säure-Basen-Haushalt angesprochen. Wir Menschen haben unseren eigenen Puffer in uns. Und wenn der übersäuert ist, versucht der Körper entgegenzuwirken. Und wie gesagt, es ist wie ein Schwamm. Wenn man einen Schwamm hat und hat 10 Tische vor sich, die sind alle dreckig, dann kann ich nicht 10 Tische mit einem Schwamm sauber machen, weil der Schwamm irgendwann mal dreckig und voll ist. Die muss ich dann irgendwann mal säubern. Das heißt, auch wir Menschen dürfen regelmäßig entgiften. So sehe ich das. Und eine ausgewogene Ernährung bekommen. Und die aus Zucker, Zucker ist sauer. Aus Zucker wird der Insulin dementsprechend hochgepumpt. Und weil wir ja einen normalen Zuckerwert von ca. 120 haben, sage ich jetzt mal. Man sagte früher 80 bis 120, 80 ist schon niedrig, 90 bis 120, 130. Heute hat man wieder andere Werte aufgesetzt. Wir mussten nachts und tagsüber immer wieder Zuckerkontrollen machen. Was passiert mit dem Zucker? Zucker wird umgebaut in Fett. Und Zucker wird als Gegenspieler im Gehirn zum Vitamin B-Fresser. Das heißt, Vitamin B im Zucker ist verantwortlich, wie eine Wippe in der Waage zu halten für unser Denken, damit wir den Bezug nicht verlieren. Es sind alles solche Dinge, die die Menschen nicht wissen. Und da frage ich mich manchmal wirklich, liebe Ärzte, warum erklärt ihr nicht wirklich, was ist? Wie kann man, wenn jemand schon an Diabetes leicht erkrankt, ja, ihm einfach mal erklären, was er denn isst und trinkt. Ja, ich trinke immer wieder mal meine Coca-Cola, ne, mit 63 Zuckerklümpchen in einer Dose. Ja, Entschuldigung, Herr Doktor, Sie wissen das doch. Was macht Weizen? Die Weizenwampe. Was macht Plastikflaschen? Die weiblichen Hormone werden angeregt. Männer kriegen dicke Titten. Ja, keiner redet drüber und sagt es. Ja, und wir wollen alle gesund sein und reiner und sauberer, sagt die Werbung, und besser. Also da ist doch irgendwie ein Märchen, was der Realität nicht mehr entsprechend richtig ist. So sehe ich das. Absolut. Es sind halt immer Fake News im Umlauf. Letztendlich geht es nur um die Profiteure dahinter. Weil das sind riesige Gelder, die hier da umgesetzt werden. Und nur um das geht's. Es geht immer nur ums Geld. Um Geld und um Macht. Cui bono, wem nützt das? Und das ist eben dieses Fatale an dem System. Leider ist es so. Ich meine, es gibt ja Heilpraktiker und selbst die Heilpraktiker wissen nicht alle, dass hier ein basische Ernährung oder beispielsweise basische Bäder helfen können. Das wird alles als Humbug oder als Firlefanz abgetan. Aber es hilft enorm. Also die Petra, die ja eigentlich das heute machen sollte und das an mich weitergegeben hat, weil ich rhetorisch etwas besser bewandert bin, die hatte ständig ihr Leben lang seit bestimmt 20 Jahre hatte die Ärger mit den Fußnägeln, weil sich die immer eingerollt haben. Die hat dreimal basische Bäder gemacht, auf einmal kann sie wieder Schuhe anziehen, die sie vorher überhaupt gar nicht mehr anziehen konnte. Das reguliert sich wieder. Es ist unwahrscheinlich, was das ausmacht. Und man muss es einfach mal probieren. Ich habe damit angefangen, mit dem Basischen und erlebt da auch, dass sich was verändert. Man wird klarer im Geist und so weiter. Das ist unwahrscheinlich. Man muss es einfach mal ausprobieren. Vor allem, es kostet ja nicht viel, außer dass es nicht halt mal die Zeit nimmt. Und da ist vielleicht auch manchmal der Hase im Pfeffer begraben, weil sich die Leute einfach nicht mehr Zeit für sich selber nehmen wollen oder das einfach zu ungewohnt ist, sich einfach mal hinzusetzen und was direkt für sich zu tun, anstatt immer nur von einem Eck ins andere zu springen. Ja, ist schon was dran, was du sagst. Ich möchte mal kurz nochmal aus dem Außenchat hinkommen. Da ist unser Wolfsherr da. Er liebt die Blüten, denn sie helfen ihm bei seiner Erkrankung, so schreibt er. Ich rauche im Schnitt eine Tüte am Abend, wenn ich komische Vorstellungen habe und mehr. In meinem Falle ist es wichtig, einen tiefen Schlaf überlebenswichtig zu haben. Und das hilft ihm anscheinend. Bei mir waren die Nebenwirkungen von Medikamenten wie Zucker und Alkohol. Er war früher mal Schnapsbrenner gewesen, so schreibt er.
Und anscheinend hilft ihm das enorm. Natürlich gibt es die drogeninjizierte Drogenpsychose, das muss man auch sehen, aber meistens werden die Psychosen ausgelöst, weil man Angst hat. Ja, weil man Angst hat. Und warum hat man Angst? Weil es ja eine Droge ist und illegal ist. Ja, und die Holländer machen es ganz toll. Die gehen mit ihren Kindern, jung, schon in die Coffeeshops und rauchen mit denen eine Bonk oder ein Joint, was sie wollen. Ich habe selbst gesehen, ich war vor Ort. Und dann erklären die Eltern, was fühlst du, wie empfindest du? Eine ganz andere Herangehensweise. Aber wenn alles, was verboten ist, plötzlich wir reinkommen und plötzlich passieren Wirkungen, die ungewohnt sind, ja, dann kann das was mit uns machen. Und dann kann das in einer Psychose schon mal enden. Musste ich einfach mal hier festhalten. Ich würde sagen, wir machen schon die erste Musikpause, liebe Zuhörer. Ihr dürft auch in den Warteraum reinkommen. Wir können auch gleich eine offene Talkrunde hier schon mal gestalten. Ich möchte aber noch mal hingehen, genau, was Handwiss haben wir ja im Endeffekt schon gesagt. Ich habe hier noch ein paar Punkte, die werden wir dann anschließend nach der Musikpause, Armin, denke ich, einspielen. Ne? Wollen wir mal Musik spielen? Ja, mach mal. Wunderbar. Und Musik ab. Momento, wo ist der Player? Da ist er. Ist er freigeschalten? Er ist frei. Und Musik ab. Den ersten Song. Da heißt es nachts, wenn keiner da ist, mit der Flöte. Bis nachher. Ja, ein Flötenspiel, von dem ich nicht weiß, was das genau war. Aber ich frage mal den Armin, denn das kam ja von deiner Lebensgefährtin, soweit ich weiß, der Petra, richtig? Richtig. Also dieses Flötenlied, das entspringt einem Erlebnis, das wir hatten. Wir waren da in Bayern in so einem sogenannten Ringwall. Da gibt es dann auch einige, die stehen sogar teilweise unter Naturschutz. Und wir sind dann in diesen Ringwall gegangen. Der war ungefähr circa 100 Meter lang und vielleicht 50 Meter breit. Und waren da auf den Spuren unserer Ahnen. Und ich hatte da ein Pendel dabei, dann habe ich einen Platz gependelt, wo wir dann hin sind. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal die Augen zu und sprechen Oseara. Das ist ja eine alte Göttin. Und schauen einfach mal, was passiert. Okay, das haben wir dann gemacht. Petra hat die Augen zugemacht, ich habe sie nicht zugemacht. Ich habe dann gehört, wie wenn sich ein Tor, so ein altes Eisentor, quietschend in den Angeln bewegt. Sowas habe ich gehört. Und sie hat dieses Flötenspiel gehört, komplett, weil sie die Augen zu hatte. Und es war sehr, sehr bewegend und deswegen hat sie einfach dieses Flötenspiel jetzt gewählt für hier diese Sendung. Super, danke schön, Petra. Und so habt ihr draußen auch mal ein bisschen Bezug, warum auch die Musik hier so ausgewählt wird. Finde ich eine ganz tolle Sache. Ich möchte mal auf die Thema, auf das Thema, wir haben im Übrigen den Alexander, den begrüße ich gleich auch hier nochmal. Der Dr. Leubner, Johann Leubner, ist ja leider letztes Jahr verstorben und er hat mir immer oder hat uns öffentlich gesagt, wer hat überhaupt die Pharmaindustrie so hochgelobt, die Schulmedizin, das A und O. Denkt doch mal ein bisschen nach. Was ist denn die wahre Medizin? Und das ist die Pflanzenheilkunde und nicht die Schulmedizin. Und Jahrhunderte, Jahrtausende wurden viele Rezepte gemacht. Es waren früher sogar Hexenverbrennungen unterwegs, wo Menschen halt mit Pflanzen wohl ihre Erfahrung gemacht haben, die einen geholfen haben in gewissen Krankheitssymptomatiken. Ja, und dann war das Hokuspokus und naja, Ursache Hexenverbrennung ist nur ein Teil. Ich möchte damit nur sagen, die richtige Medizin, Heilkunde ist, wenn dann überhaupt die Pflanzenheilkunde und nicht die Pharmaindustrie. Das darf man hier ganz sicher festhalten. Wir wollen immer wieder Teilchen auseinandernehmen und nach rechts, nach links rumschwenken und so weiter. Ja, ich sehe, dass der Kevin auch da im Raum ist. Kevin, ich habe dich vorhin angesprochen, aber du hast da nichts gesagt oben im Raum. Ich weiß nicht, ob du, jetzt ist er wieder runter, Kevin, im Warteraum. Ich habe dich jetzt nochmal reingezogen, Kevin. Jetzt bist du bei uns im Sprechmodus. Versuch doch mal dein Mikrofon zu aktivieren.
Und ich glaube, du kannst noch nicht reden. Deswegen habe ich auch zu dir gesagt, nach 22 Uhr oder du hättest vor der Sendung kommen dürfen. Dann hätten wir um dich uns kümmern dürfen. So, ich setze dich mal wieder im Zuhörraum rein, Kevin. Und Alexander, du bist auch gleich da. Was sagst du denn dazu? Die Pflanzenkunde ist ja eigentlich die, die wir Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden leben. Weil wir kamen ja gar nicht bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts dazu, in den Bestandteilen Spalterei zu machen und neue Wirkungen und Gene und Stammzellen und das Ganze. Diese Sachen konnte man ja im Endeffekt vor dem 19. Jahrhundert gar nicht machen. Und jetzt kommen wir an und spielen irgendwo Gott oder glauben, Gott zu sein. Oder wie siehst du das, lieber Armin? Ja, also ich gehe mal einfach auf ein Interview zurück, das mit dem Seehofer geführt wurde. Und da ging es auch um die Pharmaindustrie am Rande. Und da hat er ganz klar gesagt, die wo, nee, nicht beim, ja, das hat er einmal gesagt bei einem Interview, dass die wo also gewählt sind, dass er also eine starke Lobby hat und da können wir nicht so agieren. Und bei dem Pelzel hat er ja gesagt, dass die, wo gewählt sind, die haben nichts zu entscheiden und die, wo entscheiden, haben nichts, wurden nicht gewählt. So hat er es ja gesagt. Und genauso ist es ja auch. Und man, die Leute, die gehen immer auf die Politiker vorne dotten, das sind letztendlich nur die Kasperl, die vorne rumspringen. Aber letztendlich zu sagen, haben die nicht wirklich was. Das sind ganz andere. Und genauso ist es hier mit der Medizin. Da wurde ja einmal diese Schulmedizin oder dieses ganze Medikamentendasein entdeckt und herausgefunden, dass es unwahrscheinlich viel Profit bringt, wenn die Menschen sich nicht mehr selber heilen oder zu ihrem Naturkundler gehen, sondern eben hier denen irgendwelche Tabletten angedreht. Pillendreher hat man die ja früher im Volksmund genannt, also mehr abfällig wie, wie also sympathisierend. Und eigentlich ist es die Natur, da ist ja unsere Schöpfung. Da kommen wir ja her. Wir sind ja natürliche Wesen und nicht irgendwie aus der Retorte, aus dem Chemielabor entstanden. Und natürlich ist das Natürliche viel, viel besser. Vor allem hat es keine Nebenwirkungen wie hier das Chemische. Und die meisten nehmen die Tabletten und machen sich über die Nebenwirkungen überhaupt keinen Kopf. Ich erinnere mich da an Tabletten, die damals unser Filius bekommen hat. Da stand dann drin, Nebenwirkungen, der Tod kann eintreten. Also bitte, solche Tabletten werden da verkauft. Aber wo ist denn hier das medizinische oder der Hilfegedanke, dieses, wie sagt man es, dieser hippokratische Eid, dass man den Menschen hilft und dass die wieder gesunden? Wo ist es? Das frage ich mich genauso. Es bleibt auf der Strecke. Es bleibt auf der Strecke aufgrund von Profitgier. Das kommt mir vor wie Comics, die wir manchmal lesen. In einer Welt, wo wir eigentlich den gesunden Menschenverstand haben dürfen, sollten. Wir haben studierte Menschen, die Jahre, Jahrzehnte lang ihr Fach gemacht haben. Aber irgendwie wird das überhaupt nicht ernst genommen. Was nehmen zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Zu Risiken und Nebenwirkungen, ne, zählt wohl anscheinend nur die der Hauptbestandteil der Pharmaindustrie und die Pflanzenmedizin wird absolut ausgeblendet dabei, nutzt die Pharmaindustrie ja selbst die Pflanzen. Ohne den könnten sie ja gar nicht und haben dadurch ihre Forschungen mit angesetzt. Was schreibt die Elfi da unten? Elfi, kannst du mal eine andere Farbe nehmen? Dieses Blau ist sehr schwierig zu lesen. Ich muss das immer markieren. Das, was schreibt sie? Das Das. Biologische braucht auch keine Pillen, schreibt sie. Und da hat sie auch recht, das Biologische braucht keine Pillen. Es sind eigentlich ja, die Inhaltsstoffe der Pflanzen und auch das Energetische der Pflanzen. Das ist ja das Interessante. Ich habe mir neulich einen Vortrag angehört, da geht es um diese, ich weiß es nicht mehr den Namen, diese Gemeinschaft, die da in Italien komplett neue Wege geht. Und die trainieren teilweise Pflanzen. Das ist unwahrscheinlich, was man da alles machen kann, was da wirklich möglich ist. Und wir sind ja da noch ganz am Anfang. Also früher war das ja zu früheren Zeiten, und ich spreche jetzt da von einigen tausend Jahren, war das wohl gang und gäbe, dass man so gelebt hat. Nur ist es halt mit
mit den ganzen Kriegen und so weiter ist das halt alles verloren gegangen und vermutlich verloren gegangen worden. Du meinst die Gemeinschaft Damerhurme wohl möglich? Genau, die meine ich, die meine ich. Und das ist ja fantastisch, was die alles betreiben mit den Pflanzen. Sagenhaft, also die trainieren teilweise die Pflanzen, dass die Fenster von den Gewächshäusern aufmachen und lauter so Geschichten. Unglaublich. Ja, Pflanzen können auch Konzerte machen. Sie merken auch und kriegen auch Angst, wenn man sie wirklich töten möchte. Das hat man auch bewiesen. Damahur, Matthias Wölfel möchte ich mal hier, ist internationaler Damahur-Sprecher und ist auch bei uns im OKTALK-Netzwerk und hat auch schon mehrere Vorträge hier auch gemacht. Ganz tolles Thema, Damahur, also kann ich wirklich empfehlen. Rufen wir doch mal den Alexander. Was sagst du dazu, Armin? Wie meinst du, ich soll den Alexander rufen? Der Alexander ist bei uns schon im Sprechmodus und er wartet schon, dass wir ihn begrüßen. Oh, ich begrüße dich, Alexander, aber kann ich den irgendwie rufen oder wie funktioniert das? Jetzt schau mal gleich hin. Der Alexander steht genau über deinem Namen. Und wenn er jetzt redet, dann wird der Mund auch rot. Damit du das siehst. Guten Abend, Alexander. Stehe jetzt gerade. Ein herzliches Hallo und Moin Moin an alle und auch an dich, lieber Armin. Ich bin da, keine Sorge. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen zu deinem Zitat von Horst Seehofer. Das passt wirklich wunderbar. Da wollte ich noch mal ein Zitat anbringen von Angela Merkel, die ja vor einigen Jahren ja ganz klar gesagt hat, wenn ich mich recht entsinne zur Bundestagswahl 2009, glaube ich, hat sie das gesagt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass das, was vor der Wahl versprochen wird, auch nach der Wahl gilt. Also mit anderen Worten, ins Normaldeutsch übersetzt, wir machen mit euch, was wir wollen und das interessiert uns überhaupt nicht, was ihr dazu sagt. Und wir machen auch mit euch, was wir wollen und ihr könnt nichts dagegen tun. Das bedeutet es ja im allgemeinen Deutsch. Das nur mal dazu. Aber ich wollte nochmal an dich was fragen, lieber Armin. Mir ist in dem Zusammenhang mit diesem berauschenden, mit dieser berauschenden Wirkung, ich habe jetzt die Abkürzung von dem Hanf vergessen, was da drinne ist. Ich wollte dich mal fragen, ob man das mit dem DMT gleichsetzen kann, weil der deutsche Biophysiker Dieter Bröss hat darüber ja auch schon oft referiert, dass er dieses Dimethyltryptamin, das ja auch im Gehirn, gerade im Babyalter, die Babygehirne sind ja überschwemmt damit, das ist ja auch so eine bewusstseinserweiternde Substanz. Kann man das DMT, dieses Dimethyltryptamin mit diesem Inhaltsstoff des Hanfs gleichsetzen? Hat das dieselbe Wirkung? Also das THC hat eine andere Wirkweise, weil es ja über das Endocannabinoid-System wirkt. Und das DMT, das wirkt ja direkt über die Zirbeldrüse. Und es gibt auch bei Natura Vitalis, gibt es auch einen mit CBD, eine Kapsel, eine CBD-Kapsel mit, wie heißt jetzt der Stoff, der eben dieses DMT dann bildet. Das heißt, CBD Sleep nennt sich das Ganze. Funktioniert also auch gut, weil viele Menschen eben Probleme haben mit dem Schlafen. Natürlich die Ursache sind die Umwelteinflüsse oder vielleicht liegen sie auf einer Wasserader, das kann ja auch sein. Das wird ja oftmals vergessen, diese alten Zusammenhänge. Also früher haben sie ja kein Haus gebaut, wenn nicht vorher ein Routengänger drüber gelaufen ist und geguckt hat, ob da irgendwelche Verwerfungen sind oder Wasseradern. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ach so, das wusste ich jetzt nicht, dass das so. Ich dachte, das wäre dasselbe. Ich bin jetzt auch in dem Thema jetzt nicht drin, muss ich ja auch ehrlich gestehen, weil so mit Drogen irgendwelcher Art habe ich auch nie was zu tun gehabt. Aber sehr interessant. Danke dir. Ja, Bitte gerne. nochmals, danke dir auch, lieber Alexander. Nochmals, Marihuana, THC, ist keine harte Droge. Das wurde falsch ausgesprochen und bewertet. Wenn, dann ist es eine psychogene, das heißt nicht eine halluzinogene Droge, sondern die einfach nur von der Psyche her, wie jemand Schokoladensucht hat, ich brauche jetzt unbedingt meine Schokolade, brauche ich halt einfach nur mein Joint, so sage ich jetzt mal. Aber wenn der nicht da ist, macht's auch nichts aus. Ja, es ist keine harte Droge. Ganz, ganz wichtig. Was macht abhängig?
körperlich und was macht nicht körperlich abhängig? Diese Frage darf man dann beantworten. Wie man weiß, Heroin, Kokain und das Ganze, das sind alles Drogen, die körperlich abhängig machen. Es gibt so viele Fachliteratur über psychogene Drogen, also Salbei zum Beispiel auch, beruhigt. Ja, wird aber nicht als Droge genannt. Ja, aber wird auch nicht eingesetzt in Wirklichkeit. Warum eigentlich nicht? So viele Fragezeichen, warum eigentlich nicht? Antworten haben wir ja heute schon ein bisschen definiert, ne? Ja, Lobbyismus, Geld und so weiter. Warum öffnen wir euch unseren Geist? Nicht langsam, es ist die Zeit. Jahrhundertelang, hat man gerade auch gehört, bevor man ein Haus gebaut hat, ging man mit einer Wünschenroute rüber. Heute werden die Häuser einfach gebaut, da wird nicht nach Wünschenrouten gefragt. Und warum haben Menschen oft Schlafstörung in dieser verwirrten Welt? Ja, ne? Arbeitswelt, Hamsterrad, Menschen haben kein Glück in der Arbeit, kämpfen sich durchs Leben, damit sie ihre Existenz aufrechterhalten. Ja, dass darunter doch das soziale Miteinander leidet, ist doch wohl logisch. Gesunder Hausverstand sagt das doch aus. Ja, und warum wird das nicht mal verändert? Fast in jeder Sendung darf ich sagen, 85 Milliarden Euro werden in der Bundesrepublik Deutschland nach neuesten Erkenntnissen für Militär ausgegeben. Und 6 Milliarden müsste man benötigen, um den Welthunger zu beseitigen, zu eliminieren. Ja, wie krank sind denn wir? Ich könnte unzählige Beispiele geben. Ja, Armin, bin ich schon wieder abgeschwiffen von dem Ganzen. Ja, der Feldzug, wie war denn der Feldzug gegen den Cannabis? Ich meine, wir haben ja gerade schon mal was angesprochen. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg letztendlich, wo dann die Pharmaindustrie gewisse Sachen, wie auch die Nikola-Tesla-Spule, die an den Uhrzeitcode herangegangen ist, wo in dem Zweiten Weltkrieg fast alle Ärzte das hatten, dieses Gerät. Und nach dem Zweiten Weltkrieg fast 99%, vielleicht sogar alle Ärzte es hatten, weil es so heilsam ist. Da geht es ja auch noch um anderes Wissen, was wir haben. So eine Nikola-Tesla-Spule habe ich im Übrigen hier sogar im Haus, wird als Kosmetikstab mittlerweile verkauft. Ich glaube, wenn die Pharmaindustrie das wüsste, dass dieser Kosmetikstab ein Nikola-Tesla-Spule ist mit diesem Erfolg, dann würde sie auf die Barrikaden gehen. Ja, ich frage mich wirklich, warum ist die richtige Welt so falsch, lieber Armin? Ja, ich kann mir keinen anderen Reim drauf machen. Also entweder es ist, wenn man die logische Schlussfolgerung nimmt, also entweder es ist wirklich nur Profitgier und Machtinteressen, die auf das Ganze wirken, oder ist es tatsächlich noch jemand weiterer im Hintergrund, der hier die Menschen mehr oder weniger ausrotten will. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, dann läuft es auf jeden Fall in die Richtung. Dauert vielleicht noch ein paar Jahre, es geht das nicht von heute auf morgen, aber der Weg geht dahin. Und wenn du jetzt da den Feldzug, also bei der Tesla-Schule, sprichst du vermutlich diese alten Hochfrequenzstäbe da, das ist richtig, sprichst du die an, das ist richtig, die vor dem Zweiten Weltkrieg waren die wirklich fast in jedem Haushalt und die Menschen haben damit gearbeitet. Mittlerweile kann man sie ja wieder kaufen, diese Hochfrequenzstäbe. Da würde ich aber eher zum teureren Gerät raten, weil die billigen Dinger, die halten nicht lang, das habe ich auch schon erfahren. Und es wird halt immer dagegen gearbeitet, gegen die einfachen Dinge. Und auch dieser Harry Anslinger hieß dieser Typ, das war der Hetzjagdführer damals, der den Feldzug mehr oder weniger losgetreten hat. Und eben das Konglomerat, wo halt diese Industriellen aus der Kleidungsindustrie und Papierindustrie eben waren, die eben hier dann ihren Profit haben schwinden sehen oder erkannt haben, dass sie anders mehr machen wie mit Hanfplantagen. Und dann wurde das ja erst zur illegalen Droge erklärt. Diese Frequenzstäbe, die kann man ja noch weiter kaufen. Das war lange Zeit, war es ja mehr oder weniger nicht auffindbar, das Ganze, aber jetzt in der Vergangenheit kamen die wieder raus. Ich meine, die Chinesen bauen ja alles nach. Das ist ja bei denen die höchste Ehre, wenn sie von einem irgendwas nachbauen, weil sie das dann sehr, sehr schätzen. Viele andere ärgern sich natürlich, dass die einfach das Zeug nachbauen, ohne irgendwelche Rechte zu berücksichtigen. Aber jedenfalls gibt es diese Stäbe wieder.
Ich habe mal die Elfi reingeholt hier im Raum, weil die hat auch so viel geschrieben und wir müssen ja nicht unbedingt lesen, nicht so viel lesen zumindest, weil wir ja eine Kommunikation hier im Vordergrund sehen. Mal gucken, ob sie da ist. Elfi, guten Abend, bist du denn am Mikrofon? Natürlich bin ich da, mein Lieber. Ich muss unbedingt hier ein paar Dinge kundtun. Seid gegrüßt, ihr Lieben, hier drin und da draußen. Hallo Elfi, guten Hallo. Abend. Also nochmal kurz zum Hippokratischen Eid. Der wurde von dieser komischen Organisation, die mir jetzt gerade nicht einfällt, verändert. Und wenn ihr wollt, kann ich den Originaltext gern mal vorlesen. Aber ja, er wurde jedenfalls von so einer komischen Weltgesundheitsorganisation oder irgendwie verändert. Und was ich daraus lese, in der aktualisierten Fassung verpflichtet das Gelöbnis die Ärzte, medizinisches Wissen zum Wohl der Patienten und zur Förderung der Gesundheitsversorgung. Wer ist das? Fragezeichen. Mit ihren Kollegen zu teilen. Das war nur ein Satz aus diesem neu gedrehten Ding da, ne? Dankeschön, Elfi. Ja, ne? Ich sag ja, warum ist die richtige Welt so falsch? Da dürfen wir alle mal drüber nachdenken. Ja, ein Eid abzulegen, als sagen, sag ich mal, eine Schweigepflicht, weil es geht ja dem anderen nichts an, was du für eine Erkrankung hast, Elfi, oder wer auch immer sich da jetzt angesprochen fühlt. Arzt-Patienten-Verhältnis ist eines der wichtigsten. Da geht es um Vertrauen und wie viel Patienten sind zu mir hingekommen und haben den Arzt nicht verstanden. Und dann will man das mal dem Arzt sagen, dann kriegt man sofort einen über den Deckel, ne, und man darf das nicht tun. Ja, ne, weil der Patient, wenn er das wüsste, dann kommt er ja vielleicht in die nächste Psychose rein. So war es auch mit den Beipackzetteln der Nebenwirkungen. Die durften wir in der Psychiatrie gar nicht rausgeben. Es ist so. Durften wir gar nicht rausgeben. Einerseits habe ich es ja auch wohl verstehen können bei gewissen Patienten, okay. Aber dass man alle unter einen Deckel sitzt, dass die Nebenwirkungen nicht lesen dürfen. Ja, das tut mir leid. Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und ich habe immer wieder gelernt, dass wir konservativ vorgehen sollten und nicht in einem Fluss der vollen Keule sofort reinklotzen. Ne? Denn man weiß ja auch, jemand, der viel Alkohol trinkt, braucht auch viel Alkohol. Und jemand, der wenig trinkt, der ist ganz schnell beschwipst. Also macht es ja schließlich die Dosis auch aus. Deswegen auch immer konservativ hervorgehen. So möchte ich das sagen. Und der Arzt Eid, ja, ich hatte auch ein Eid der Schweigepflicht abgeben müssen. Das habe ich auch getan. Das mit der Schweigepflicht kann ich nachvollziehen. Aber was ich da dann höre, wieder ein Gelübde, wie das verändert worden ist, wie auch da anscheinend das Grundgesetz, eine Verfassung, ja auch nur die Verfassung des Systems beinhaltet, weil die Verfassung wird ja auch nicht wirklich beachtet heutzutage. Das ist jetzt politisch, das lassen wir mal hier weg heute Abend. Es ist so viel Paradoxes da, eine Welt in Verwirrung, ein Durcheinander, was für mich aus logischem Menschenverstand gewollt ist. Denn die Ordnung ist ja ganz schnell herbeizuführen, eine gesunde Ordnung betont, ja, und nicht eine Chaosordnung. Und ja, es wurde heute Abend schon angesprochen. Man hat das Gefühl, wie 5G, man wird ja gebrutzelt. Der Frosch merkt auch nicht, dass er gekocht wird. Ja, und 5G, da brutzeln wir. Ich sehe, dass der Franz Reutinger da auch ist, im Zuhörraum. Vielleicht kommt er heute Abend auch noch mal rein. Er kann sehr viel auch zu 5G sagen, wenn es darum noch mal geht, wenn wir den Ausflug heute noch machen. Aber schauen wir mal. Ja, Armin, ich gebe dir mal das Mikrofon. Ja, diese ganzen Krankheiten, die es ja mittlerweile gibt, die gab es ja früher nicht, ne? Also jetzt das Öl selber von das CBD-Öl, das hilft bei Unruhe, Schlaflosigkeit, Stress, Burnout, Angst. Angst ist die Geißel unserer Zeit, weil viele, viele Menschen Angst haben vor allem Möglichen.
Dann bei Diabetes kann es vorbeugend sein, bei Multiple Sklerose, Morbus Crohn kann das lindern, Asthma kann es helfen, bei Allergien, dass die nicht mehr so stark auftreten oder ganz verschwinden, Übelkeit, Brechreiz, Hepatitis, Krebserkrankungen haben wir vorher schon mal kurz angesprochen, Nervenerkrankungen, das ist ja ganz wichtig, Rheuma, Sepsis, also Blutvergiftung, Übergewicht und Fettleibigkeit, Alzheimer, Parkinson hilft bei der Wundheilung. Es ist wirklich unglaublich, und aber viele von den ganzen Dingen hätten wir ja gar nicht, wenn die Menschen nicht so ja, ungesund oder sich so in die Irre hätten führen lassen, weil sie machen es ja nicht mal mit Absicht. Wenn alleine schon, wenn jemand zu McDonald's zum Essen geht, dann muss den fragen, ob er sich noch nicht informiert hat. Es sind halt alles so Dinge, werden den Menschen irgendwie aufgedrückt. Und sagt, mach mal, aber die Information, was da Negatives dabei rauskommen kann, weil die wird nicht weitergegeben. Es wird alles Freude, Friede, Eierkuchen und alles ist klasse dargestellt. Und das ist, denke ich, auch mal eine Problematik. Man muss den normalen Menschenverstand wieder einschalten. Und der geht irgendwie, kommt mir so vor, verloren. Und was da Alexander vorhin gesagt hat mit dem DMT, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Das DMT, das bildet ja die Zirbeldrüse. Man kann es, glaube ich, also in Deutschland oder in der Schweiz kann man es, glaube ich, kaufen. In Deutschland wurde es verboten. In den USA konnte ich es auch kaufen. Aber die Zirbeldrüse, die kann das ja, die bildet das ja, das DMT. Und wenn man sich also dieses L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure, ich habe gerade vorher ein bisschen gespitzelt, das weiß ich jetzt nämlich, dieses L-Tryptophan sorgt dafür, dass eben die Zirbeldrüse wieder DMT bilden kann. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Warum braucht es denn auf einmal der Körper? Früher hat es das alles nicht gegeben, hat man nicht gebraucht, weil diese ganze Verunreinigungen von der Zirbeldrüse nicht vorhanden waren. Also die elektromagnetischen Felder haben da einen starken Einfluss und natürlich auch das Fluorid, was ja in den Zahnpastas und teilweise im Trinkwasser überall vorhanden ist. Und den Leuten wird erzählt, das ist gut für die Zähne. Irgendwann muss man doch mal selber sich ein bisschen informieren. Also ich denke mal, man hat eine gewisse hohe Schuld an Informationen. Das darf man nicht vergessen. Richard, sag schon, Armin Richter. Man darf sich fragen, was lernen wir heute fürs Leben? Ja, über das Geldsystem lernen wir gar nichts im Leben. Es sei denn, du studierst da irgendwas, Handelsschule und Kaufmann, dann wirst du ein bisschen über Buchführung und das Ganze und Verbuchungen lernen. Aber was Geld ist? Was sind Versicherungen? Was sind Gefahren? Kriminelle? Was bedeutet ein Gefängnis? Das wird alles nicht wirklich besprochen. Also an der Bildung mangelt's auch. Was lernen wir fürs Leben? Ja, das geht ja schon in der Schule los oder beim Studieren. Schule ist nicht da, damit die Kinder wirklich was lernen, sondern damit sie einfach dem Staat entsprechend funktionieren. Das wird halt einfach so gemacht. Und genauso die Universitäten, sagt ja schon Uni, es ist einfach nur ein Weg. Und die bekommen dann einfach die Scheuklappen aufgesetzt, dass sie ja nichts anderes mehr wahrnehmen und nicht links und rechts gucken. So wird das gemacht. Und dieses, um zurückzukommen auf die Umwelteinflüsse, das CBD selber, das ist letztendlich eine Notlösung, weil einfach die Rezeptoren die Signale gar nicht mehr weitergeben können aufgrund der falschen, sage ich, unnaturellen oder unnatürlichen Umstände. Deswegen fehlt es einfach. Der Körper kann die Signale, die er eigentlich braucht, nicht mehr weitergeben. Und dabei hilft eben das CBD, dass das auf einmal wieder stärker wird. Und weil es eben in dieses direkte, in das System vom Körper selber eingreift. Das ist das Schöne. Grundsätzlich ist es dadurch natürlich nicht getan. Da fehlt es schon noch ein bisschen weiter. Man muss ja an die Ursachen ran. Warum habe ich das denn überhaupt? Und da geht es dann weiter. Aber erstmal kann man schon Linderung bekommen. Ja, da darfst du, Elfi, kommst gleich dran, nur ein Satz. Da möchte ich nochmal dazu sagen, gerade weil du das Ursachenprinzip angesprochen hast. Ja, warum, wenn einer zu krank ist, sich nicht gut fühlt, geht er zum Arzt. Was macht der Arzt? Der untersucht dein Blut, untersucht dich, Blutdruck, etc. Ne?
Dann wird die Laboruntersuchung alles ausgewertet und er stellt eine Diagnose. Diese Diagnose bekommt jetzt der Patient und der Patient kann geschockt sein oder es beginnt eine normale Therapie. So, alles gut und schön, hört sich alles gut an, ne? Oder? Ja. Aber warum geht man nicht daran? Warum ist jetzt zum Beispiel das Blutbild nicht in Ordnung? Warum sind die Parameter nicht so, wie sie sein sollen? Man geht immer nur an die Symptome, an die Außenhaut heran. Liebe Ärzte, das dürft ihr lernen. Ja, das dürft ihr wirklich lernen. Es ist essentiell wichtig. Wenn Forschung anfängt und wir so neugierig sind und einen Forscherdrang haben, dann sollten wir als erstes erstmal die Ursache festlegen, warum ein Blut entgleist oder eine Krankheit sich plötzlich entwickelt. Ne? Oft ist es nur der Darm. Ne? Da haben wir auch schon viel drüber berichtet. Hautausschläge, Juckreize, Pilze. Ja, weil wir unseren Darm erkrankt haben. Aber da wird gar nicht nachgedacht. Da müssen wir Antibiotikum geben und das geben. Ne? Das ist so krank. Tut mir leid, das sind meine Worte dazu. Elfi, du darfst gerne ein Mikrofon haben. Ja, da gehe ich jetzt gleich mal ein bisschen aggressiv weiter. Das ist völlig krank, bin ich komplett bei dir, Klaus. Und wir müssen begreifen, oder die Menschen, die es noch nie auf dem Schirm haben, müssen begreifen, dass die Pharmaindustrie hier das Zepter in der Hand hat. Man muss wissen, ganz dringend wissen, dass zum Beispiel die Ärzte einen Vertrag unterschreiben mit der Pharmaindustrie, bevor die überhaupt zugelassen werden. Das muss uns klar werden, wieder im Kopf. Und uns muss klar werden, wir müssen bewusst sein, wie der Armin das, Armin? Ja, Armin habe ich richtig aufgeschrieben, Ja. uns gesagt hat. Die Menschen müssen wieder bewusst werden, sich selbst erkennen, wer sie sind. Und als ich ein Video gesehen habe von dem Erwin Thoma, der redet über Bäume, und der hat erzählt, dass die Bäume fast baugleich sind wie wir Menschen, wie der menschliche Körper. Dass nur ein winzig kleiner Punkt in dem Atom drin anders ist. Eben der Baum hat das Chlorophyll und wir haben die roten Blutkörperchen. Nagelt mich jetzt nie auf diesen physikalischen Begrifflichkeiten fest, Magnesium und Eisen, eins von beiden. Das eine ist bei dem einen und das andere ist bei dem anderen, aber ich habe in Physik eine 4 gehabt. Und ja, ich denke, jeder weiß, was ich meine. Wir sind natürliche, biologische Wesen. Und wenn ich mir einen Baum angucke, wenn ich höre, dass einer sagt, wir sind gleich, fast gleich wie ein Baum, und ich gucke mir die Bäume an und stelle fest, im Herbst verlieren die ihre Blätter komplett, alles weg, ist alles nackig. Und jetzt, gerade jetzt wieder, wachsen die Blätter wieder neu, wie aus Zauberhand. Und da hat keiner irgendeine Pille reingeschmissen. Das funktioniert. Und was ich auch noch als schönes Beispiel, was ich bei meinen Kindern beobachtet habe, wenn die Kinder eine Schürfwunde am Knie haben, was sie sehr oft haben, wenn die hinfliegen, dann tust du nichts. Nichts tut man. Da wächst ein Grind und irgendwann sieht das Knie aus wie neu. Und da denke ich mir, ja, wenn das außen funktioniert, warum funktioniert das dann auch nie innen? Das muss doch innen genauso funktionieren. Das ist alles eins. Der Körper ist doch gleich. Und dieses Bewusstsein, diese Klarheit, diese Erkenntnis, die muss einfach jeder begreifen, das muss jeder begreifen. Und zum Thema Ärzteschaft habe ich hier noch reingeschrieben. Gab es früher ein Mittel auf dem Rettungswagen, das war immer auf dem Rettungswagen drauf. Das heißt Strophantin. Das war was für Herzpatienten. Das kennt heute kein Schwein mehr. Wenn du einen Rettungswagen anhältst und fragst, den hast du Strophantin, da sagt der, guckt er dich an und fragt dich, was ist das? Das kennen die nicht. Das gibt es nicht mehr. Weil es geholfen hat, genauso wie das Hanf oder diese ganzen anderen Naturmittelchen. Die helfen und die wachsen draußen, komischerweise. Aber daran verdient die Pharmaindustrie nichts. Und damit ist der Kreis wieder zu. Und darüber sollten die Menschen mal drüber nachdenken. Danke, Elfi. Armin, magst du was dazu äußern? Und ich hätte nämlich gleich noch eine Frage zum CBD nachher noch. Ja, gerne. Also das Strobentin ist mir selbstverständlich auch bekannt. Wir haben es auch zu Hause, weil es einfach früher auch als Notfallmedikament verwendet wurde, gerade bei Herzinfarkt beispielsweise. Da kannst du jemanden wieder auf die Füße stellen. Ja, es wird halt alles verwässert und ja,
manipuliert. Wie du gesagt hast, die Pharmaindustrie verdient nichts dran, somit ist es für das Geschäft ungeeignet. Es fängt ja schon an, wenn du das in der Apotheke holst, die schauen dich erstmal etwas verwundert an, dass du hier Strophanthin möchtest. Also kaufen kannst du es noch. Ist auch gar nicht so arg teuer. Gibt es als Lösung, die ich persönlich besser finde, weil es halt schneller ins Blut geht wie diese Tabletten. Also wenn man es in der Mundschleimhaut dann auflöst oder einziehen lässt, so sollte man ja auch das CBD-Öl beispielsweise verwenden, nicht einfach runterschlucken, sondern über die Mundschleimhaut aufnehmen, weil es halt einfach schneller geht. Und das ist beim Strophanthin ganz genauso wie bei vielen Mitteln. Wenn man die einfach in der Mundschleimhaut lässt, wirken sie viel, viel schneller. Richtig, total richtig. Ja, habe ich auch gelernt. Jetzt wollte ich noch mal eine Frage stellen. Eigentlich eine hast du schon beantwortet praktisch, dass das CBD-Öl, wenn man die Wirkung richtig haben möchte, durch die Mundschleimhaut wirken lassen soll. Ist das richtig? Absolut, absolut. Also die Öle generell über die Mundschleimhaut. Ich meine, es gibt ja auch die Inhalatoren, die gibt es ja auch mit dem CBD, wo man dann halt den Rauch inhaliert. Über die Lunge geht es natürlich auch sehr, sehr schnell in den Körper. Das schon. Und die anderen Produkte, die es ja da noch gibt, es gibt ja nicht nur diese Öle. Also mittlerweile gibt es ja auch wieder Salben, die CBD enthalten. Die waren ja auch lange vom Markt. Aber hier Natura Vitalis macht da wirklich viel, ganz, ganz viel. Da gibt es mittlerweile schon Pferdekekse und alles Mögliche. Also ist uferlos, was die mittlerweile da an CBD-Produkten raushauen. Das macht, glaube ich, kein anderes Unternehmen in Deutschland. Und natürlich, wenn hier so ein Verbot von der EU kommen sollte, dann wird es natürlich schon ein massiver Einschnitt, weil die haben ja ewig viel in die Produktentwicklung investiert. Ja, das habe ich schon gehört, dass das CBD-Öl verboten werden sollte laut Brüssel. Hoffen wir mal, dass das eine Falschmeldung ist. Werden wir eh früher oder später sehen. Ja, ich schaue auf die Uhr. 21, ja, wir können ruhig nochmal weitergehen. Du hast, wie gesagt, durch die Mundschleimhaut. So, wie fängt man denn da an? Es gibt ja unterschiedliche Stärken, vermute ich. Was würdest du denn empfehlen? Für mich heißt das als erstes CBD erstmal ruhiger, entspannter zu sein, vielleicht bei Schlafstörungen. Wir haben natürlich schon über THC vorhin schon gesprochen, wo es auch eingesetzt ist. Anorexia nervosa, die Magersucht, appetitfördernd ist es auch. Man trinkt auch gerne Säfte. In Holland gibt man immer gerne in den Coffeeshops Äpfel, die gab es damals immer kostenlos. Ja, und man weiß, dass man gerne Zucker zu sich nimmt. Das sind so Nebenwirkungen. Und wenn man zu viel geraucht hat, dann kann man ja auch mal ganz scharf essen und dann kommt man ganz schnell runter. Milchprodukte waren immer geliebt, zum auch runterkommen. Ja, ich sag das nur, was die Patienten getan und gesagt haben und gemacht haben. Ja, ich habe auch selbst früher meine Erfahrung gehabt. Wie gesagt, ich war auch in den Coffeeshops. Das kann ich ruhig zugeben. Und kenne ja das Ganze, habe das selber erleben dürfen. Und ja, wie wird denn das dann wohl angefangen? Welchen Menschen empfiehlst du das erstmal, dass man mal aus deinem Mund hört, auf welche Menschengruppe die sich angesprochen fühlen darf? Also anwenden, das populärste ist natürlich das Öl, das ist klar. Da gibt es ja 5%iges CBD-Öl und ein 10%iges CBD-Öl. Letztendlich ist das ganze Produkt ist aus CBD, also aus Cannabis. Das sind halt die Cannabis-Samen gepresst. Also manche verwenden ja, was weiß ich, irgendwelche anderen Öle, wo sie da das eben beimischen. Und das CBD kommt ja aus den Blüten der Pflanze, wird das ja gewonnen. Und das wird dann eben dahingehend zugemischt. Von der Stärke her ist es so, es kommt halt auf die Herausforderung an. Da muss man ein bisschen auf sich selber hören. Manche nehmen das 5%ige, weil das ein bisschen preiswerter ist wie das 10%ige Öl. Aber ich selber schwöre auf das 10%ige, weil es halt einfach, ja, hat halt die doppelte Menge an CBD und wir brauchen dieses
dieses Cannabidiol für eben unsere Rezeptoren, dass die wieder funktionieren. Also bei Unruhe, Schlaflosigkeit hilft es natürlich super. Natürlich auch bei Angst, bei Panik, wobei bei Angst oder die sogar in Panik mündet, da gibt es ja ganz gute Klopfmethoden. Dieses MET ist da hervorragend, funktioniert allerdings nur bei momentan vorhandenen Ängsten. Wenn jemand Probleme mit den Gelenken hat, beispielsweise, oder ja, Morbus Crohn auch, hilft es, das CBD-Öl. Es ist wirklich bei Asthma, dass sich das einfach leichtert, dass sich die Bronchien wieder weiten können, weil es einfach entspannt. Sogar bei Übelkeit, also bei Reiseübelkeit beispielsweise, hilft es, oder bei Brechreiz, auch bei Hepatitis. Dann bei Nervenerkrankungen generell, also es ist ja immer so, auch bei Gürtelrose zum Beispiel ist ja auch eine Nervenerkrankung. Ganz kurz, Richard, Armin, immer ich mit meinem Richard, Armin, Entschuldigung, das ist meine Pop-Show. ich wollte sagen, dass das CBD auch in konservative Behandlung, du hast gerade den Kostenfaktor gesagt, weil es billiger ist. Und ich sage ja immer, man sollte konservativ anfangen. Es ist ja vielleicht gut, dass man erstmal ganz mit 5%ig anfängt, um erstmal zu sehen, wie es auf mich wirkt. So würde ich das immer sagen. Ist es wichtig, dass man das mit seinem Arzt bespricht? Nach meiner Erfahrung her denke ich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie du die Empfehlung rausbringen möchtest. Also mit der Arztempfehlung, also ich halte eigentlich nicht unbedingt viel von Ärzten aufgrund meiner bisherigen Vergangenheit. Was die da so gesagt haben, das hat meistens nie so gestimmt, also nie so ganz gestimmt, da war immer irgendwie ein Hintergrund dabei. Also das CBD selber, also es hat ja keinen Rauschanteil, diese Dinge, die du vorher erklärt hast, mit Äpfeln und so weiter und Milchprodukten oder scharf essen, die kommen ja hier überhaupt nicht in Betracht, da ja überhaupt kein Rausch entsteht. Also das ist zumindest mal für die, die eben nicht so auf diesen Rausch stehen, sei das mal gesagt. Also somit entsteht ja auch kein wirklicher Handlungsbedarf, das abzuklären, weil was mache ich denn? Das ist genauso überspitzt gesagt, wenn ein Baldrian zu mir nehme, ein Baldrianöl oder irgendwie so, das ist ja nichts anderes. Und da muss ich auch keinen Arzt fragen, ob ich ein Baldrianöl nehmen möchte. Genau, deswegen habe ich das ja auch gesagt, dass, denke ich, der Arzt nicht unbedingt erforderlich ist, aber man kann ruhig zum Arzt hingehen und das dem Arzt mitteilen. Muss man aber nicht unbedingt. Ich wollte damit eigentlich nur die Botschaft haben, dass es eigentlich nicht wirklich wir uns große böse Gedanken jetzt machen müssen. Natürlich ist jeder Patient mit seiner Erkrankung eigenverantwortlich, das darf er gern tun. Aber am Baldrian, ne, liebe kranke Leute, sage ich jetzt mal, wenn ihr euch jetzt nicht wohlfühlt, solltet ihr eher probieren wie eine dicke, fette Schlaftablette. Natürlich, wenn man schon in dem Sog ist, dann hat man auch natürlich, wie man viel Alkohol trinkt und keinen Rausch mehr hat, hat sich der Körper dran gewöhnt. Und daher wird er von einem Medikament zum anderen gegangen, beziehungsweise die Dosis erhöht und schnell ist man abhängig. Und das ist der Unterschied, wenn man mit sowas mal anfängt. Und ja, wenn man schon Schlaftabletten zum Beispiel nimmt, ist es unheimlich schwierig, erstmal den, ja, diese Wippe, die eigentlich wieder ausbalanciert muss, wieder zu balancieren. Ja, und da kann man vielleicht dann schon mal mit dem Arzt sprechen, Herr Doktor, das und das ist mein Problem und ich möchte von diesen Medikamenten wegkommen. Können Sie mir vielleicht empfehlen, wie ich von den Medikamenten wegkomme? Und ich möchte mal mit CBD-Öl anfangen. Ne? Und das wäre zum Beispiel eine Frage, wo man dann, denke ich, mit seinem Hausarzt auch gerne mal ins Gespräch gehen kann. Denn offen sollte er dazu sein. Diese Möglichkeit sollte er zumindest zur Verfügung stellen. So sehe ich das. Diesbezüglich gibt es ja auch einschlägige Studien, die er sich diesbezüglich ansehen kann. Und das wäre ja auch ratsam, damit er vielleicht auch mal zum Umdenken kommt. Es sei auch gesagt, dass dieses CBD ja keinerlei Nebenwirkungen hat. Null, gar nichts. Das Einzige, dass man ein bisschen entspannter wird, das ist die einzige Nebenwirkung. Wenn damit jemand ein Problem hat, dann, ja, okay, dann kann man auch nicht weiterhelfen. Da kann man kein Problem mit haben, deswegen nimmt das doch, oder?
Ja, genau. Ja, Spaß am Rande. Ich denke mir, wir machen eine Musikpause und dann gehen wir gleich nochmal, bevor wir in die Musikpause gehen, möchte ich nochmal den Chat außen auch nochmal anleuchten. Und da wird geschrieben, mal kurz zusammengefasst, heißt es hier, die Zitate sind geklaut, Politiker Standard. Es ist eine Medizin mit Bedacht. Die Dosis macht das Gift, Zitat. Man siehe Impfungen mit Quecksilber und Co. Krebs und Allergien sind mit Todesfolgen gewollt. Die Macht der Elite wird geschrieben hier. Bescheidenheit ist der Lebenscode. Das ist ein gut, finde ich sehr gut. Siehe Gier und Religionen und Unwissenheit des Todes. Siehe Ahnenkult und Wertschätzung der Seele. Ich schlafe täglich mit Zolldem und Co. ohne. Finde ich keine Ruhe, so steht's hier. Erst ein Erwachen mit Dank. So viel zum Vertrauen der Medis und Co. Und siehe Lebensmitteltaler. Ja, das ist, brauchen wir nicht. Und dann wird hier noch geschrieben: Strupferdin ist in meiner Hausapotheke. Ja, das nochmal kurz zusammengefasst aus dem Außenchat. Ein paar Worte, weil wir wollen den ja auch nicht ganz vergessen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Musik vom Plattenteller. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Armin, du kannst ja danach nochmal kurz was dazu sagen zu dem Song. Und ich sag mal Musik ab für den zweiten Song. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück heute mit Armin Richter-Knabis. Segen oder Fluch? Ich denke, Segen. Und wir waren vorhin noch stehen geblieben bei, ja, Dosierung und das Ganze, wenn man es einsetzt. Wir haben aber auch ganz vergessen unsere Kinder oder auch die Tiere. Man kann es ja auch bei den Tieren einsetzen. Tiere, die vielleicht mal ein bisschen nervös sind oder auch erkrankt sind, kann einen sicherlich nicht schaden. Und das ist jetzt ein Versuch für euch, wenn ihr noch da auch noch Berührungsängste zum CBD habt. Aber das braucht man wirklich nicht haben. Wie gesagt, es hat keine Nebenwirkung. In der Form höchstens als angenehme Wirkung, was man dann halt die beruhigende hat. Also in der Form bei Schlafstörung, Nervosität zum Beispiel, da kann man es ohne weiteres sofort geben, so denke ich. Und ihr habt heute den Armin Richter da. Ich möchte noch mal kurz seine Homepage auch noch mal bekannt geben. Das ist www. Und dann heißt es mehrvomleben.win. Slash, also der schräge Balken, CBD-Info. Da könnt ihr draufgehen. Da bin ich nämlich auch gerade draufgegangen und habe da so einiges auch entdeckt an wirklich tolle Produkte. Wie gesagt, ein Balsam, CBD 2%, 5% steht da drauf. Oder CBD-Pferdepellets, da weiß ich gar nicht, was das ist, aber das wird er uns dann auch sagen, vermutlich zum Fressen für der Pferde. Das ist sogar das in der Tierwelt, wie ich gerade schon angesprochen habe. Cannabisöl, CBD mit Magensaftstabilisator, CBD Hundekekse, ne? Ich sag da nur so einiges dazu. CBD Happy steht hier auch. Und ja, fürs Kind, zum Schlafen, ganz viel Verschiedenes. Also das ist ja wirklich eine Schatztruhe, inwieweit da was aufgebaut wird. Naja, die Preise sind schon ein bisschen, aber mal angesichts eurer Gesundheit und nicht nur der Gesundheit. Was kosten euch eure Gesundheit? Krankenkassenbeiträge plus Rezeptgebühren, Krankenhausgebühren. Ich glaube, dann sollte man sich mal was Gutes tun. Und was bringt das, wenn ihr wirklich Schwierigkeiten habt zu Hause mit eurem Körper, mit eurem Unwohlgefühl? Gerade das Gefühl macht ja eure Lebensqualität aus. Dann darf man ruhig mal sagen, gut, dann spare ich mir was und ich will es doch mal probieren. Und das ist doch eine gute Möglichkeit, auch dann mal weg von seinem alten Sog in seinem Leben, wo man ja sich in eine keine Wohlfühlsituation sich befindet und in der Erkenntnis in deine Veränderung, da, die darfst du leben, Neues ausprobieren, weil es hat ja einen Grund, warum man jetzt in der Situation auch ist und Leben ist Bewegung und dann dürfen wir uns bewegen. So, wieder genug erzählt. Hallo, guten Abend nochmal und jetzt hallo, lieber Armin Richter, dein Mikrofon.
Ja, gerade bei Tieren, du hast es gerade angesprochen, es ist oft fantastisch, was das für Auswirkungen hat. Beispielsweise gibt es ganz, ganz klasse Videos, da hat ein Hund epileptische Anfälle und kann schon gar nicht mehr richtig laufen und so weiter. Dann bekommt er ein paar Tropfen von dem CBD-Öl und auf einmal, man kann zusehen, wie das besser wird. Also das hat eine Schnelligkeit von innerhalb von 2 oder 3 Minuten. Innerhalb von 2 oder 3 Minuten hat das hervorragende Eigenschaften. Ich war jetzt kurz weg, weil unser Hund hat gerade gemeint, er muss mit mir kuscheln. Und die ganzen anderen Produkte, die es gibt, eben auch die Pferdepellets oder gerade speziell diese Hundekekse, also wir machen sehr, sehr viel für CBD und die Anwendung dafür, weil es wurde einfach jahrelang unterschlagen, das Ganze. Es ist altes Wissen. Und das wird wirklich Zeit, dass man das wieder aktiviert. Deswegen. Ja, deswegen machen wir ja auch einmal eine Sendung hier und es gibt ja auch viel mittlerweile, die das auch leben und vertreiben und vertreten. Ne? Also ich finde das ganz wichtig. Im Übrigen, ich habe hier meine zwei Katzen und du deinen Hund und es ist wunderbar, dass wir heute Abend hier eine tierfreundliche Sendung auch noch mit präsentieren. Das ist gut so. So, ich möchte noch mal kurz die Elfi und auch den Alexander, der ja bei uns ist, noch mal kurz mal die Möglichkeit geben, sich hier wieder einzubringen. Alexander, Elfi, gibt es von eurer Seite aus da Anregungen oder Worte? Ja, Elfi, möchtest du? Na, ach du, Elfi ist gerne jetzt nicht da. Ja, gut. Also es ist ja jetzt vieles angesprochen worden, auch die Pharmaindustrie und so weiter. Die ganzen Abhängigkeiten, in die wir uns begeben haben, was wir ja von klein auf gelernt haben. Sobald irgendwelche Wehwehchen sind, gleich zum Arzt rennen und so weiter. Das kenne ich. Ich muss zu meiner, naja, Schande würde ich jetzt nicht sagen, aber weil ich keine anderen Alternativen hatte bis dato, bin ich natürlich auch mit meinem Sohn dann zum Arzt gegangen, wenn es notwendig war. Zum Glück ist es sehr selten notwendig, weil ich auf eine gesunde Ernährung achte bei ihm und er kriegt natürlich vegane Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D3 in Verbindung mit K2 als Kombination und Vitamin B12, kindgerecht natürlich in kindgerechten Dosen. Alles vegan und dementsprechend kriegt er von mir auch viel Obst und Gemüse, Säfte und so weiter. Also damit er zumindest, wenn er hier bei mir ist, möglichst gesund ist und er ist auch viel draußen, wenn es geht, da achte ich schon drauf, weil und was jetzt so die Allgemeinheit angeht, würde ich ganz einfach sagen, wir sind so dermaßen in die Abhängigkeit gezwungen worden, mehr oder weniger durch Ängste, die wir ja nicht nur durch die Medien, vor allen Dingen auch also durch das Verblödungsfernsehen, sondern auch darf man auch nicht vergessen, durch die ganzen Filme und Serien, wo viel mit Angst gespielt wird, das setzt sich ja in unserem Unterbewusstsein fest. Das wissen wir ja. Das nimmt ja alles permanent von ersten Atemzug bis zu unserem letzten, zeichnet unser Unterbewusstsein alles auf. Und das weiß man ja auch schon seit etlichen Jahrzehnten. Und man arbeitet auf dieser Weise mit Filmen und Serien und so weiter, arbeitet man ja ganz subtil mit diesen Ängsten und so weiter, so dass die Menschen das gar nicht mitkriegen. Und das, was jetzt gerade passiert, das wird immer wieder angesprochen, das ist, finde ich, ist auch wichtig, dass das angesprochen wird, dass die Menschen sich ihre Ängste bewusst werden und damit sie wieder in die Verantwortung, in die Eigenverantwortung gehen können. Wichtig ist meiner persönlichen Meinung nach, dass die Menschen begreifen, dass ihnen nichts passieren kann. Sie sind lebendige Wesen, die niemals aufhören können, selbst wenn sie es irgendwie wollten. Keiner von uns kann aufhören zu existieren. Der Körper schon, ja. Der nach ein paar Jahrzehnten legen wir den ab, aber das, was wir wirklich sind, das hört ja niemals auf zu existieren. Und wenn die Menschen wieder, ja, in ein Gefühl der Sicherheit in sich entdecken und oder erwecken können und das sichere Gefühl haben, dass ihnen nichts passieren kann, dass und dass, wie Neil das ja auch so schön in Gemeinschaft mit Gott so schön gesagt hat, die 10 Illusionen, die wir uns über die vielen Jahrhunderte geschaffen haben, ein sehr empfehlenswertes Buch, die 10 Illusionen,
die wir uns geschaffen haben, kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, weil es einem durchaus die Augen öffnen kann. Und dass die Menschen dann merken, Sicherheit braucht es gar nicht. Weil, wie du schon sagst, Klaus, Leben ist Veränderung. Die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Und wenn die Menschen das wieder begreifen können, dass dieses Wissen wieder, es geht ja nicht nur um das Wissen, was der Armin eben sagte, dass das auf uraltes Wissen basiert. Ja, das ist schon richtig. Und das ist wichtig, dass das auch in Umlauf kommt. Aber auch eben, dass die Menschen begreifen, dass es, weil Veränderung die einzige Konstante im Leben ist, so etwas wie Sicherheit nicht gibt. Schlicht und ergreifend. Punkt. Da gibt es auch im Grunde genommen gar nichts weiter dazu zu sagen. Und dann, dass die Menschen dann merken, ihnen kann gar nichts passieren. Wir sind alle eins, wir sind alle ewig. Und wenn und ohne, dass das mit ohne religiösen Hintergrund, sondern dass das allgemeingültige, universelle Wahrheiten sind. Wenn die Menschen das wieder begreifen würden, dann denke ich, wird es den Menschen auch leichter fallen, in die Eigenverantwortung zu gehen und dieses uralte Wissen dann auch für sich wieder nutzbar zu machen. Ich danke dir. Armin, magst du was dazu sagen? Ja, gerne. Du sagst, dass das mit dem, wir sind eigentlich unsterblich, das ist richtig. Und auch dieses Altern ist ein Verhaltensmuster, das dir indoktriniert wurde, weil eigentlich geht viel, viel mehr. Und natürlich wird dahin, ja, das haben sie ja schon mal gemacht, damals mit der Ernährung, wo sie das Baden verboten haben, die Leute sind maximal 40 Jahre alt geworden. Da kommt natürlich kein Mensch in irgendeiner Art und Weise zum Denken, weil sie überhaupt gar keine Zeit haben. Die meisten fangen erst zum Denken an, wenn sie mal über 30 sind, dann kommen mal langsam die ersten Gedanken. Vorher sind ganz andere Dinge wichtig. Und mit der kurzen Lebensspanne kann man nämlich auch verhindern, dass die Leute nicht ins Erwachen kommen. Aber so wie ich das sehe, hat sich eben der Wind gedreht. Das zum Glück für uns alle. Ganz, ganz wichtig. Armin, habe ich irgendwas heute Abend vergessen? Ich muss mal so sagen, was wichtig ist, was ihr noch loswerden wollt. Wir haben soweit eigentlich alles gesagt. Natürlich kann man auch direkt auf den Job gehen. Ich kann mal kurz die Internetseite kurz noch durchsagen. Das ist die petra-seidelmann.naturavitalis.de. Da kommt man direkt auf den Job. Dann braucht man sich nicht den Video anschauen, wenn man sich den Video nicht angucken will. Natürlich muss man den nicht anschauen, Video, man kann gleich weiterklicken. Aber nur für die, die gleich direkt mal gucken wollen, was es da alles gibt, ohne sich jetzt da großartig damit auseinanderzusetzen, sei das mal kurz angesprochen. So, ich habe ihn auch gerade hier nochmal im Chat reingepostet. Einmal das, da könnt ihr auch mal schauen. Da bin ich auch drauf gegangen, auf den Link. Also es ist ein sauberer Link. Keine Panik, auch sowas. Immer dieses Angstmachen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hole jetzt nochmal den Ananda mal rauf. Mal gucken, ob wir noch ein paar Stimmen bekommen für den heutigen Abend. Den Christian hole ich hier rauf. Den Frank, das ist der Franz Reutinger. Der Kevin Olme hole ich auch rein. Vielleicht hat er seine Technik hinbekommen. Es ist ein neuer User. Und Wolfs, er ist auch da. So, jetzt machen wir mal langsam mal eine Abschlussrunde, so dachte ich, dass wir nochmal vielleicht auch unsere Zuhörer hier auf dem OkiTalk Mammelsurfer mal vielleicht noch ein Wort hören und begrüße hier in der Runde ineinander Christian, dann der Franz Reutinger und Kevin Eule. Wolfs, er ist bei uns. Ist denn von euch jemand am Mikrofon? Mal kurz flackern. Da flackert keiner. Doch, da ist der Franz da. Franz ist da und der Christian ist auch da. Franz Reutinger, guten Abend und dann den Christian. Ja, guten Abend, alle miteinander. Hört ihr mich gut? Du bist gut zu hören, ja. Ja, Armin, danke für deinen super Beitrag betreffend dieses wichtigen Themas. Habe ich sehr interessant gefunden. Ich verwende selber als Energetiker in meinem Gesundheitskasten für Klienten unter anderem CPD als ein sehr wichtiges
Musik, ein sehr wichtiger Musikstein. Und ja, es ist von meiner Erfahrung mit meinen Klienten einfach die Unterscheidung zu machen, in welcher Lebenskrise, in welcher körperlichen Krise befinden sich Menschen, ganz individuell, und noch dazu, welche Sensibilität und Belastbarkeit haben diese individuellen Menschen. Das heißt also, für den Normal-Otto-Verbraucher, bevor er eine Schlaftablette nimmt, ist meiner Meinung nach alles okay, und wenn er ein paar Bewegchen hat. Aber wenn er eine richtige, saftige Diagnose bekommen hat, oder ihm geht es also gesundheitlich sehr, sehr beengt, dann ist es meine Erfahrung, das, was der Klaus schon angesprochen hat, einfach die Unterscheidung zu machen, in welcher Dosis beginne ich, Menschen zu unterstützen. Und auch der große Unterschied, wenn einer schon längere Zeit Dauermedikamentation, sprich Dauervergiftung, in sich trägt und alle Zellen sind schon zugekleistert, dann ist auch der Übergang in die natürlicheren Unterstützungen mit Entgiftung, wie schon angesprochen wurde und so weiter, sehr, sehr wichtig. Und Cannabis nach meinen Erfahrungen, also CBD, nach meinen Erfahrungen, wenn er, wenn ein Mensch in sehr großer Vagabundensituation ist, ja, zum Beispiel der Herzbeutel ist von der Vergangenheit angeschlagen, und er ist in der Vagodonen-Reparaturphase, was ich nur sehen kann durch meine instrumentelle Biokommunikation und Radionik, dann ist es oft so, oft bei solchen Menschen so, dass sie mit einer gewissen zu großen Dosis von Ölen noch weiter reinfallen und die Puls und der Ruhepuls geht runter auf 30 zum Beispiel, ja. Und der fühlt sich dann gar nicht mehr wohl, weil er noch ganz andere Baustellen zuerst in die Reihe bringen muss. Das heißt also, für Not- und Normalverbraucher eine super Sache. Für Menschen, die angeschlagen sind, muss man unterscheiden, wo holt man ihn ab. Also danke noch einmal, Armin, für den super Sendebeitrag bezüglich diesen wichtigen Themas. Das wollte ich sagen. Armin, dein Mikrofon. Bezüglich dem, also den Ängsten, dass wenn jemand also mit dem Herz Probleme hat, dass dann unter Umständen der Ruhepuls dann noch weiter runtergeht. Grundsätzlich wirkt ja das CBD also harmonisierend. Also es gibt ja diese Rezeptoren im Gehirn, diese CB1 und CB2 Rezeptoren. Und wenn jemand da hier Probleme hat, dann ist es ja so, dass irgendein anderer Rezeptor die Botenstoffe nicht wirklich weitergibt. Und die Botenstoffe werden ja, also die Weitergabe der Botenstoffe wird ja durch das CBD eben angeregt. Also klar muss man mit offenen Augen durch die Welt gehen und ein bisschen schauen, aber grundsätzlich sehe ich keine Bedenken. Okay, das lassen wir einfach so stehen. Ich als Krankenpfleger hätte gedacht, für mich der logische Werdegang, wenn Menschen ziemlich viel Medikamente nehmen und plötzlich man vielleicht ein CBD noch nimmt, weiß man natürlich nicht, was passiert. Man sagt, es gibt keine Wirkungen, okay. Ja, aber wenn jemand so voll vergiftet ist und man fängt erstmal an mit einer Entgiftung, so bei gerade solchen Patienten, die viele Tabletten schon zu sich nehmen, ist erstmal ein schleichender Prozess, wenn man entgiftet, heißt ja auch, das Blut wird besser. Und das heißt auch, die Medikamente werden weniger. Und so schafft man einen Übergang, so empfinde ich, zum CBD zum Beispiel. Weil wenn man einfach nur CBD gibt und man entgiftet nicht und macht nichts, kann die Wirkung, gerade wenn man schon vielleicht ein
ja, wie jetzt aufgrund der Medikamentengabe das Herz eingestellt wird und plötzlich eine Gabe kommt von CBD, keine Wirkung da sind, dürfte nichts passieren. Vom Verstand her aus würde ich sagen, sollte man das trotzdem beobachten. Man hat ja nichts zu befürchten, wenn man das auch denkt, aber so bei solchen Patienten würde ich schon einen Übergang schon beobachten wollen. Wichtig ist immer als erstes mit Entgiftung anzufangen. So sehe ich das. Und dadurch hat der Patient die Chance, verbesserte Werte zu bekommen, automatisch, weil er ja ausleitet, Schwermetalle und so weiter. Und das heißt auch, dass er weniger Medikamente bekommt. Man generiert den Körper. Und das CBD ist die Unterstützung dazu. Ja, ich rede zu viel. Armin, bitte. Ja, das ist richtig. Das kann es natürlich leicht sein, dass man aufgrund von CBD und der Entgiftung, wenn man das beides am Ende miteinander macht, dann kann schon sein, dass man die Medikamente ausschleichen muss, weil sonst zu viel wird. Ich gehe immer von Menschen aus, die keine Medikamente nehmen, also halt von mir. Und das ist, manchmal ist das ein Fehler. Aber grundsätzlich sollten alle Menschen dahin kommen, dass sie keine Medikamente mehr nehmen müssen. Genau darum geht es ja. Und das ist ja der richtige Weg, ne? Weil jetzt diese Patienten, die richtige Medikamente zu sich nehmen, die Entgiftung als super tolle Methode parallel mit CBD dann auch ruhig anzutesten. Ne? Der Arzt wird eh sehen, dass der Patient sich verbessern wird dann. Und dann ist man ja auf dem richtigen Weg. Und dann weiß man ja auch, ja, schaut her, das CBD hat seine gute Wirkung. Ne? Sagt ja auch aus. Ne? Denn wie gesagt, so bin ich aufgewachsen als Pfleger. 99% Nebenwirkungen haben die Medikamente und 1% Wirkung. Ja, ne? Und was sind auch Wirkungen? Diesbezüglich wäre ja auch nochmal ein Hinweis auf das Vitamin C ganz, ganz, ganz wichtig. Also nur mal um das Beispiel von Ratten zu verwenden, ne? Ratten können Vitamin C selber herstellen im Körper. Wir Menschen können das nicht selber herstellen, wir müssen es zuführen. Jedenfalls haben diese Ratten so, sind ja Überlebenskünstler und sogar in giftigen Umgebungen können die noch existieren, wohingegen wir Menschen da bereits in die Horizontale fallen würden. Und es liegt am Vitamin C, weil das unwahrscheinlich viel Giftstoffe auch neutralisieren kann. Das ist sagenhaft. Ich habe da mal, da gibt es ja den CBD-Menschen, der hat selber jeden Tag, ich glaube, 8 oder 16 1000 Milligramm Vitamin C zu sich genommen und hat dadurch Erstaunliches erreicht. Ja, das kenne ich auch, das richtige Vitamin C. Das Vitamin C ist nicht Vitamin C. Das darf Ja, man auch hier genauso festhalten. Da sieht's gibt es aus. auch Studien drüber. Richtig, oder? Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich also dieses billige Vitamin C, was es irgendwo im Discounter zu kaufen gibt, das ist meistens Schrott. Sondern es sollte schon bioverfügbares Vitamin C sein oder Ester-Vitamin C, wie das jetzt bei uns heißt. Das ist also sehr, sehr schnell bioverfügbar und man merkt auch einen Unterschied. Also ich merke es, wenn ich mal einen über den Durst getrunken habe und viele haben mir dann einen Kater und sind dann 2 Tage krank. Ich merke da überhaupt gar nichts davon. Es ist fantastisch, was diese Nahrungsergänzer dann bewirken, dass man eben diese Schadstoffe viel, viel besser neutralisieren kann wie ohne. Ja, auch wieder ein Tipp. So, jetzt rufe ich mal den Alexander. Alexander, sage ich, Entschuldigung. Alexander, ich rufe ihn nachher auch nochmal zum Abschlusswort auf jeden Fall. Der Christian, da ist er ja. Christian, guten Abend. Schönen guten Abend an alle in die Runde. Vorweg auch an dich, Armin. Ich sage mal, von mir gibt es nichts, also es gibt eine Menge Fragen, aber im Moment darum nicht so viele, weil ich mit CBD erst seit kurzem beschäftige. Dann war die Sendung speziell für mich interessant, Punkt 1. Obwohl mich viele andere Sachen alternativ in der Vergangenheit immer schon beschäftigt haben, die ich auch verwende. Und ja, wie kann man sich am besten orientieren? Soll man Öl nehmen oder soll man Creme nehmen und so weiter. Das heißt, für mich ist immer die Erstfrage, das heißt die Azubi-Frage,
wo man für was am besten was einsetzt. Gibt es da Übersicht? Wenn du sagst, ja, einfach durchlesen, ist klar. Punkt 1 und Punkt 2, eine Mängelfrage hätte, das sage ich jetzt an den Klaus, der Kevin, der aber heute die Lösung des Sprechens nicht mehr lösen kann. Das heißt, wenn du ihn registrieren kannst und er kann kurz was schreiben, wäre das vielleicht auch möglich. So, dann bin ich schon durch. Also, bezüglich der Anwendung von dem Ganzen, man kann das Öl innerlich wie äußerlich anwenden. Praktischer ist es natürlich hier, wenn man da einen Balsam nimmt, das hat jetzt nicht so einen hohen CBD-Anteil wie jetzt das Öl beispielsweise, aber dennoch wirkt es sehr, sehr gut, weil es auch noch andere Pflegestoffe inne hat, also keine chemischen Stoffe, sondern ganz normal. Und ansonsten gibt es ja für jede Herausforderung eben mittlerweile spezielle Dinge. Wenn ich beispielsweise hier schlecht schlafe, kann ich das Öl nehmen. Wenn mir aber der Geschmack jetzt vom Öl einfach zuwider ist, dann nehme ich halt einfach die Kapseln, da ist auch CBD drin und haben die gleiche Wirkung. Das andere ist, wenn ich jetzt meine, ich muss was für meine irgendwas, meine Stimmung aufhellen, dann gibt es eben hier dieses auch mit CBD, da sind dann weitere Inhaltsstoffe drin, natürliche, die eben die, ja, einfach das Gemüt einfach ein bisschen aufhellen, damit man immer so trist durch den Tag rennt. Also es ist, man kann da mittlerweile gut wählen. Früher gab es ja nur das CBD-Öl. Und mittlerweile hat man wirklich ein gewisses Portfolio, wo man sich seine Rosinen rauspicken kann. Das ist dann mehr oder weniger Geschmackssache. Okay, eine Frage noch kurz. Gibt es sowas bei den alternativmedizinischen Sachen? Ich sage es jetzt konkret, was ich seit Monaten eigentlich nehme, die 3K2, OPC, MSM, Silberwasser, auch DMSO und so weiter in dieser Richtung. Ist da irgendwie auch eine Art Wechselwirkung bekannt? Nein, überhaupt keine. Danke. Ja, das ist ja auch so meine Meinung. Es sind halt keine Nebenwirkungen wirklich da. Und ich habe es ja auch heute Abend erklärt. Es ist weder halluzinogen, ne, auch ein THC ist nicht halluzinogen, ist es nicht. Es gibt keine Halluzinationen dadurch. Ne, das gibt's nicht. Die Menschen werden oft müde, schlafen. Ja, das sind solche Wirkungen. Also ich habe noch keine andere Wirkung gehört. Und ja, und macht nur eine Abhängigkeit von der Psyche her, wie eine Schokolade oder eine Zigarette. Ja, und das war's. Game over. So, wer war mit dem Mikrofon am Flackern? Der Christian. Christian, bitte. Ganz kurz noch der Satz, falls der Kevin übersehen hat. Er ist registriert und könnte kurz was reinschreiben. Na sicher, Kevin. Einfach hier auf Sprechen klicken, rechte Maustaste, Nachricht senden und dann kannst du hier auch schreiben und dann können wir dich ja auch nochmal mit rannehmen. Ja, oder im Nachttalk gleich, dann kümmere ich mich auch um dich. Ja, ich würde sagen, noch ein paar Abschlusswörter vom Alexander, wenn Ananda da ist und Christian, Frank, Zreutinger und Kevin schreibt da vielleicht und Wolfsehr kann auch schreiben oder auch reden, würde ich sagen. Und dann kommen wir zum Schluss, würde ich doch sagen, lieber Armin. Also ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Möglichkeit, hier sprechen zu können und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, das sind jetzt die Abschlussworte von dir, so grob gesagt. Alexander, deine Abschlussworte zum Armin. Ja, ganz kurz, ich habe den Link gerade auch ausprobiert und er funktioniert wirklich. Ich habe mir die Produkte mal so überflogen und ihr habt auch da Spirulina, habe ich gesehen, sehr interessant. Die habe ich früher mal genommen, durch jemanden, den ich mal kannte, sage ich mal, bin ich dazu gekommen und das ist wirklich sehr wertvoll, ganz klar. Ja, ich habe mich gefreut, dass du heute hier warst, dass ich dabei sein konnte. Das ist ein sehr interessantes Thema, gerade jetzt, weil das Thema Nahrungsergänzungsmittel und gesündere Ernährung allgemein für mich sowieso immer wichtiger wird, war das Thema für mich heute auch sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Danke dafür und ja,
Ich wünsche dir und deiner Frau wünsche ich natürlich alles Gute weiterhin und viel Erfolg. Oder müsste man eigentlich, man müsste es eigentlich richtig sagen, dass es euch gelingt, euch den Erfolg zu erschaffen, den ihr euch tief in eurem Herzen wünscht. Alles Gute weiterhin für euch. Danke, Alexander. Zu den Spirulinas, also unser Hund steht auch drauf. Also das ist wirklich für ihn schon wie Leckerlis. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn man Spirulina nimmt, allerdings muss man da schon ein paar nehmen, nicht nur zwei, drei, vier, sondern mehr, braucht es eigentlich keine zusätzlichen Nahrungsergänze mehr, weil die so wertvoll sind im Inhalt. Und ja, die sind wunderbar. Mir ist es eigentlich manchmal nur ein bisschen Argweisheit, wenn man so viel nehmen muss. Also so 15 bis 20 Spirulina, das ist nicht jedermanns Sache. Ja, das stimmt. Danke, Alexander. Und Ananda, bist du da am Mikrofon? Er ist nicht da. Dann gehen wir weiter zum Christian. Christian, ein paar Abschlussworte von dir. Ich habe schon gesehen, im Chat ist was geschrieben worden für dich, Armin. Ja, das kann ich gleich auch noch mal vorlesen. Und Christian, ja, Ananda ist da. Oh, ich sehe, Ananda ist doch da. Ananda, hast du doch noch ein paar Worte für uns? Ja, grüß euch. Herzlichen Dank für das super Feature. Ich wünsche euch alles Liebe und der Segen ist mit uns allen. Habt es fein, ihr Lieben. Tschüss. Danke für die Worte, Ananda. Christian. Kann es auch kurz machen. Also vorweg danke, war informativ für mich, weil mich das Thema schon länger interessiert, aber ich mir zu wenig Zeit dafür genommen habe. Und ja, kann auch nur sagen, einen schönen Abend und danke, Armin. Danke dir auch. Bitte, bitte, sehr, sehr gerne. Und der Kevin, der hat ja jetzt reingeschrieben. Und ja, das CBD zum Rauchen ist natürlich auch wunderbar. Also ich verwende es auch, gerade wenn ich zu lange am Computer war und dann irgendwie schlecht einschlafen kann, dann nehme ich ein paar Züge von meiner E-Zigarette und dann schlafe ich wie ein Stein. Also es ist echt wunderbar. Ja, auch eine tolle Meldung. Also finde ich schön, wenn so die Menschen solche Erfahrungen machen. Ja, und Franz Reutinger, bitte. Ja, nochmal herzlichen Dank für den interessanten Beitrag. Es ist eine schöne Arbeit, was ihr macht, um Menschen aufzuwecken, dass Naturprodukte in so vielen Fällen helfen können. Und meine Erfahrung ist, speziell bei Krebs, Schwerkrebskranken, die ich in der Vergangenheit begleiten durfte bis zum Tod, aufgrund der Giftungen und so weiter und ihrem spezifischen Weg. Interessant war eines, CBD alleine ist zu wenig, sondern THC war für solche Menschen ganz wichtig, damit sie von ihrer seelischen Beklommenheit und dieser seelischen Schwere, die vorhanden ist, wenn man ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr vor dem Tod steht und komplett vergiftet ist, da hilft man mehr. THC ist meine Erfahrung. Einen schönen Abend und danke. Ciao. Ja, mag sein, dass das THC dann halt das Ganze ein bisschen betäubt. Das ist schon richtig. Letztendlich liegt es ja immer am Bewusstsein und am Wissen des Menschen selber, der davon betroffen ist. Also beispielsweise gibt es ja auch das CBD, um das Immunsystem anzuregen. Das gibt es ja auch mittlerweile mit zusätzlichen Inhaltsstoffen, um eben das Immunsystem wieder ein bisschen hoch zu pushen. Aber grundsätzlich ist es schon zu sagen, dass die Leute natürlich basisch werden müssen und entgiften. Ganz wichtig, sehe ich auch so. Danke auch für dich, Franz Reutinger, für deine Teilnahme hier und deine Beiträge. Danke, danke. Und dann der Kevin hat auch ein Danke gesagt. Er ist gleich im Nachtalk mit dabei. Hat er geschrieben. Und jetzt schaue ich nochmal kurz im Chat, ob es da noch was gibt. Nein, da gibt es jetzt nichts Neues. Ja, wie hast du dich heute gefühlt, lieber Armin? Ja, du bist heute die gute Vertretung gewesen von der lieben Petra Seidelmann und sie hört ja auch zu und ich weiß, dass sie auch dabei ist. Auch Grüße zu dir nochmal, liebe Petra. Und ja, ich habe den Abend
als sehr informativ gesehen. Vor allem, er war live, er war echt, nicht von mir vorbereitet. Ich habe einfach so auf meine Gedanken einfach mal just davon losgeredet. Irgendwo bin ich ja auch ein bisschen im Thema immer mit drin. Habe ich ja auch heute Abend kundgegeben. Und ich finde das sehr wichtig, denn so eine Sendung soll ja auch dazu beitragen, dass wir Menschen wieder bewusster werden, anfangen zu leben und nicht immer sagen, ich kann nichts tun, mir geht's nicht gut. Und wenn es mir nicht gut geht, man darf mal in sich kehren. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir heute Abend schon, glaube ich, rübergebracht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, mit dir hier, mit euch im Gespräch zu sein. Deine letzten Worte und dann den letzten Song würde ich dann noch einspielen. Und Dankeschön, sage ich. Armin, bitte. Ich sage auch danke. Ich habe mich auch sehr gut gefühlt, obwohl das jetzt noch mein erstes Live-Interview und Live-Interview war. War schön und es freut mich, dass so viele Menschen wacher werden und vor allem, dass hier auch Mumble doch das schon, ja, sag ich mal, es ist eigentlich eine Perle, ne, die dann, die hier da so aus dem, ja, aus dem trüben Bach scheint. Und zum letzten Song würde ich gerne noch was sagen. Der, es ist ja COD, nennt sich der. Das heißt eigentlich Call of Duty und das ist der Ruf der Pflicht. Und unser Ruf der Pflicht ist es eigentlich, das Bewusstsein raus in die Welt zu tragen, die Veränderung. Danke.